Sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste, ich freue mich, dass Sie um diese etwas frühe Uhrzeit doch schon in größerer Zahl erschienen sind und hier die Tagung Erinnerungsorte, vergessene und verwobene Geschichten im Jüdischen Museum Berlin besuchen wollen. Mein Name ist Rosa Faber. Ich leite jetzt seit ein paar Monaten kommissarisch die Akademieprogramme Migration und Diversität des Jüdischen Museums Berlin, Koordinatorin des IFRAF. Und ich danke ihr und allen Beteiligten bei der ASH, bei der Alexander-Hohen-Hochschule und den beteiligten Instituten, dass wir an diesem sehr schönen Projekt mit den so ergiebigen Ergebnissen zusammenarbeiten durften. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Projektpartnerinnen und Projektpartner, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich auch sehr, Sie heute hier an diesem außerordentlichen und auch architektonisch reizvollen Ort begrüßen zu dürfen zur Abschlussveranstaltung des Projekts Erinnerungsorte. Mein Name ist Diane Jurevic, ich bin Forschungskoordinatorin des IFRAF Berlin, des Instituts für angewandte Forschung an der Alexander-Hohen-Hochschule. Ich weiß, dass der Redebeitrag des Mittelgebers meistens nicht zu den spannendsten gehört und ich nehme auch nicht für mich in Anspruch, heute Ihnen das Gegenteil zu beweisen, aber ich versichere zu, ich versuche mich kurz zu fassen. Das IFRAF Berlin fördert interdisziplinäre Forschungsprojekte mit Berlin-Bezug. Das Projekt Erinnerungsorte erfüllte alle Bedingungen für eine Förderung. Es ist interdisziplinär, verbindet kritische bildungshistorische Ansätze und Informatik und die Methoden der Verbreitung von Inhalten sind zeitgemäß. So ist eine Webseite entstanden und ein interaktives Spiel, bei dem Menschen und Orte in Berlin erkundet werden. Für den Mittelgeber spielen neben dem Berlin-Bezug die sogenannte Valorisierung, das heißt die wirtschaftliche bzw. gesellschaftliche Nutzbarkeit wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, eine herausragende Rolle. Ich denke, Erinnerungsorte ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wissenschaftliches Erkenntnisinteresse mit Anwendungsorientierung verbunden werden kann. Ich persönlich habe das Projekt sehr gerne mit größter Freude begleitet. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal Imen Atia und Olga Gerstenberger für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit danken. Aber es waren nicht nur die Menschen, warum ich an diesem Projekt so viel Spaß hatte. Ich bin von Anfang an davon überzeugt gewesen, dass es sowohl methodisch als auch inhaltlich innovativ ist. Meine Damen und Herren, von Henry Kissinger stammen die Worte: Geschichte ist die Erinnerung der Staaten. Man möchte hinzufügen, der Mächtigen und der Privilegierten. Lange Zeit ist Geschichte von unten vernachlässigt worden. Und selbst dann, als sie zunehmend an Akzeptanz und Anhängerschaft gewann, musste sie sich erheblicher Vorwürfe erwehren. Sie entbehre des nötigen gesamtgesellschaftlichen Bezugs, sie sei ideologisch motiviert oder werde schlicht und einfach unwissenschaftlich betrieben. Ich bin sicher, Erinnerungsorte ist gegen jeden dieser Vorwürfe gefeit. Indes bietet das Projekt alle denkbaren Vorteile einer spannenden Geschichte von unten, einer neuen historischen Perspektive, die der Unterdrückten und Ausgegrenzten, neue Sicht auf die Stadt jenseits der allseits bekannten und einseitig besetzten Sehenswürdigkeiten und einen Zugang, der einem breiten und vor allem auch jungen Publikum weit offen steht. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zum Schluss die klugen Worte des leider bereits verstorbenen Professor Howard Zinn zitieren. If history is to be creative, to anticipate a possible future without denying the past, it should emphasize new possibilities by disclosing those hidden episodes of the past. Even in the brief flashes, people showed their ability to resist, to join together, occasionally to win. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine spannende und inspirierende Veranstaltung und ich hoffe sehr, dass alle beteiligten Partnerinnen und Partner die Projektergebnisse dauerhaft nutzen und gewinnbringend in ihre Arbeit einsetzen. Ich würde mich freuen, wenn zahlreiche Touren zustande kämen, die einem eine andere Sicht auf die Stadt Berlin eröffnen. Und ich wäre durchaus nicht abgeneigt, an einer dieser Touren teilzunehmen, falls ich denn eine Einladung bekäme. Vielen Dank.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für die freundlichen Worte, Frau Faber und Frau Jurewitsch. Sie könnten eine Einladung bekommen, wenn unsere Touren nicht digital wären, aber wir werden sicherlich die ein oder andere Tour auch virtuell, heißt es dann virtuell, deswegen treffen digital? Nein, falsch, in Wirklichkeit durchführen, sodass wir zusammen laufen können und dann laden wir Sie selbstverständlich ein. Auch wir würden uns gerne bedanken bei Ihnen, Frau Jurewitsch, als Vertreterin des IFAF. Auch wir haben die Zusammenarbeit als sehr konstruktiv und sehr erfreulich erlebt. Frau Faber, stellvertretend für das Jüdische Museum Berlin bzw. die Akademieprogramme des Jüdischen Museums, aber auch die anderen PartnerInnen, die hier zum Teil, habe ich gesehen, schon vertreten sind. Christian Kopp von Berlin Postkolonial, Ettina Zach von Solidaritätsdienst International habe ich jetzt noch nicht gesehen und auch die Kollegen vom August-Bebel-Institut bzw. Manuela Bauche, die Sie heute Abend kennenlernen werden, war ja ursprünglich mit dabei gewesen und nachher kamen die anderen. Ich möchte aber auch, ach, da hinten sitzt Manuela Bauche, genau, vielen Dank. All den anderen, die ich jetzt leider nicht namentlich nennen kann, die mitgearbeitet haben, wir haben allerdings auf der Seite, die inzwischen freigeschaltet ist, eine Kolumne mit Danksagungen, sodass Sie sehen, wie viele Menschen uns mit Hinweisen, mit Informationen, mit Unterstützung bei der Verwaltung, bei IT, bei all dem, was notwendig war, unterstützt haben. Ich würde trotzdem gerne nochmal mein Team hervorheben und Ihnen Dank aussprechen, Olga Gerstenberger, Ozan Keskinkilic und Jan Isabilisa, die jetzt noch unten sitzt, aber heute Nachmittag in einem Panel mit dabei wird, für die sehr engagierte und sehr fruchtbare und sehr nette Zusammenarbeit über diese 2 Jahre. Und ich hoffe, wir werden noch viele Projekte zusammen machen. Ja. Ich bin jetzt schon dabei zu danken, aber ich höre jetzt auf, allerdings habe ich gerade, unser zweiter Hochschulpartner war mir gerade entfallen, die Hochschule für Technik und Wirtschaft, Thomas Bremer, und für das Spiel Aaron Schneider, ich weiß nicht, ob er schon hier ist, das noch nicht ganz fertig ist, aber das irgendwann auch hoffentlich auf der Webseite zu finden sein wird. In den nächsten 1,5 Stunden würden wir gerne das Projekt vorstellen. Das werden zunächst ich, dann Ozan Keskinkilic und Olga Gerstenberger tun. Und wir haben die große Freude, dass wir nicht nur über Erinnerungsarbeit sprechen werden, sondern dass Frau Ilona Lagrene und Frau Anita Abusuzi, die wir im Laufe des Projekts interviewt haben, heute da sind und sich bereit erklärt haben zu lesen, sodass wir tatsächlich auch praktische Erinnerungsarbeit hier betreiben werden. Sodass wir in den nächsten 1,5 Stunden mit einem kleinen Wechsel hier tatsächlich von den Anfängen, den Hintergründen des Projekts, seiner Umsetzung und dann eben auch 2 sehr konkreten Beiträgen etwas über das Projekt, über Erinnerungsarbeit, wie wir sie uns vorstellen, über verwobene Geschichten, das wurde ja schon angedeutet, wie wir das verstehen. Nach 1,5 Stunden wird es eine Pause geben, dazu wird nachher hinten Kaffee, Tee und auch Getränke, ein paar Kekse vorbereitet sein, um dann nach der Pause, in der Sie bitte auch, wenn Sie eine Simultanübersetzung brauchen, sich Kopfhörer holen, die beim Anmeldepult sein werden. In der Pause, beim Anmeldepult können Sie sich dann in der Pause holen, sodass Sie den Vortrag von Herrn Rothberg, wenn Sie ihm auf Englisch nicht folgen können oder wollen, auf Deutsch hören. Wenn Sie versuchen, sich an ein möglichst frühes Ereignis in Ihrer Kindheit zu erinnern, was fällt Ihnen dazu ein? Denken Sie dabei an ein Bild, eine Geschichte, an Gerüche oder ein Gefühl? Sind Sie sicher, dass das, woran Sie sich erinnern, genau so passiert ist? Und sind Sie sich sicher, dass Sie sich tatsächlich selbst erinnern, dass diese Erinnerung also authentisch und ganz persönlich ist? Oder gibt es dazu ein Foto, das Sie sich häufiger angeschaut haben, eine Erzählung, die in Ihrer Familie kursiert, einen Gegenstand, den Sie lange aufgehoben haben und der mit dieser Erinnerung verknüpft ist. Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien gehen davon aus, dass Erinnern ein sozialer Vorgang ist, der auf Kommunikation, also auf Austausch, und auf Kultur, also auf Träger materieller und symbolischer Art angewiesen ist. Das kommunikative Gedächtnis trägt höchstens ein paar Generationen, so lange, wie über das Ereignis gesprochen wird, so lange, wie die Geschichte aus der Kindheit von den Eltern und den Großeltern erzählt wird.
Das kulturelle Gedächtnis kann über einen längeren Zeitraum zurückblicken, denn es wird nicht mündlich übertragen, ist nicht auf die direkte Kommunikation angewiesen und auf eine überschaubare soziale Gruppe begrenzt. Bücher, Lieder, Bilder, aber auch Denkmäler, Feiertage, Straßennamen und viele andere materielle und symbolische Träger erzählen Geschichten und halten Ereignisse lebendig, sodass wir uns an sie erinnern, auch ohne sie selbst erlebt zu haben oder jemanden zu kennen, der sie erlebt hat. Spätestens jetzt wird sich aber Widerspruch regen, das ist doch keine Erinnerung und mit Ereignissen und ihrer bloßen Wiedergabe hat das auch nicht viel zu tun. Das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Denn auch unsere eigenen Erinnerungen an Dinge, die wir selbst erlebt haben, sind auf Träger, auf Medien angewiesen. Seien es die Erzählungen der Eltern, das Foto auf dem Schreibtisch oder die Kiste mit den alten Schätzen. Wir wählen aber nicht nur aus, woran wir uns erinnern, sondern auch wie. Erinnerungen sind also immer retrospektiv, selektiv und perspektivisch. Auch wenn es nicht bewusst geschieht, unser Gedächtnis sammelt und speichert nicht wahllos und gibt ungefiltert wieder, sondern sortiert und kanonisiert. Genauso funktioniert auch das kulturelle Gedächtnis. Es wird nicht alles erinnert, was geschehen ist, und nicht jede Person erhält ein Denkmal oder einen Straßennamen. Schulbücher, Lieder, Stadtwappen und so weiter geben nur ganz bestimmte Dinge wieder und erzählen sie in spezifischer Weise. Sie nehmen einiges in den Blick und vernachlässigen anderes. Sie erzählen aus einer Perspektive und blenden andere mögliche Perspektiven aus. Sie übersetzen in Begriffe und Erzählweisen, die in einem konkreten Zusammenhang gehört und verstanden werden. Und jemand wählt aus, woran, in welcher Weise erinnert wird und was ausgeblendet, umgedeutet, vergessen wird. Geschichte ist also in mehrfacher Hinsicht von Menschen gemacht. Menschen handeln, sodass es zu bestimmten Ereignissen und nicht zu anderen kommt. Menschen wählen aus, welche Ereignisse archiviert und kanonisiert werden. Nicht alles wird aufgehoben, symbolisch mit Bedeutung aufgeladen und materialisiert. Menschen halten bestimmte Erinnerungen in spezifischer Weise wach und vernachlässigen andere, geben sie ganz dem Vergessen anheim oder löschen sie gezielt aus. Menschen überschreiben Geschichte oder stellen ihr andere Geschichten an die Seite, karikieren oder dekonstruieren sie. Menschen nehmen die Erinnerungen in spezifischen Weisen wahr, von einem bestimmten historischen, gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen, auch persönlichen Standpunkt aus, mit spezifischen Fragestellungen, Perspektiven, Interessen. Sie sehen, hören und lesen also retrospektiv, selektiv und perspektivisch. Dass zu diesen Prozessen des Erinnerns und Vergessens nicht alle Menschen gleichermaßen Zugang haben, dürfte unmittelbar einleuchten. Nicht alle Menschen haben die gleichen Ressourcen, um das, was ihnen wichtig ist, in der Weise, die sie für richtig halten, der allgemeinen Erinnerung zur Verfügung zu stellen. Geschichte zu schreiben und Geschichten zu erzählen, sind nicht nur retrospektive, selektive und perspektivische Prozesse, sondern auch machtvolle. Das heißt zwar, dass nicht alle den gleichen Zugang zur Archivierung und Kanonisierung von Erinnerungen haben, es heißt aber nicht, dass kulturelle Erinnerungen homogen seien. Sie sind oft widersprüchlich und brüchig. Es heißt auch nicht, dass alle Menschen kulturelle Symbole gleichdeuten, selbst dann nicht, wenn sie wissen, wie sie gemeint sind. Und es heißt nicht, dass marginalisierte, überschriebene, ausgeblendete Erinnerungen vollkommen verloren sind. Freilich ist es einfacher, zugängliche, verbreitete, forcierte Deutungen zu erinnern. Wir merken häufig noch nicht einmal, dass wir sie aufnehmen und mit unseren anderen Erinnerungen und unserem Wissen verweben. Wir sind aber hin und wieder irritiert, dass das kulturelle Gedächtnis mit dem Kommunikativen nicht ganz übereinstimmt, dass in spezifischen Kontexten, in Communities etwa, andere Erinnerungen weitergegeben werden, als wir in der Schule lernen, Filmen sehen, an Straßennamen ablesen oder an Feiertagen übermittelt bekommen. Auf nationaler Ebene kommt dem kulturellen Gedächtnis die Aufgabe zu, Nationen historisch zu legitimieren, also jene geschichtlichen Ereignisse und Themen auszuwählen und sie auf eine Weise zu erzählen, die geeignet ist, Gemeinschaft zu stiften. Seit einigen Jahren etwa ist von einer deutschen Leitkultur die Rede, die christlich, aufgeklärt und demokratisch sei. Auch an eine erweiterte europäische Kultur wird nach dem gleichen nationalen Muster appelliert. Athen, Rom und Jerusalem, also Aufklärung, Demokratie und Christentum, werden als gemeinsame Wurzeln beschworen.
Unterschlagen wird freilich, dass dies auch wichtige jüdische und muslimische Bezüge sind. Unterschlagen wird auch, dass die Konstruktion von Europa und jene der einzelnen europäischen Nationalstaaten mit der gezielten Vertreibung von Juden und Jüdinnen sowie von Muslimen und Musliminnen einhergeht. Die christliche Hegemonie in Europa ist ein Ergebnis dieses Prozesses, wird aber als sein natürlicher Ausgangspunkt erzählt. Alles, was dazu beiträgt, diese Geschichte zu belegen, wird ausgeschmückt. Alles andere dagegen wird externalisiert. Es gehört nicht dazu, so heißt es. Es wird woanders verortet, Fremden zugeschrieben. Manchmal wird es auch einfach vergessen oder so umgeschrieben, dass es wieder passt. Nationalgeschichte ist eine Konstruktion, die homogenisiert, essentialisiert und glorifiziert. Erinnerung an deutsche Geschichte ist bestrebt, so etwas wie Kontinuität und Linearität, Größe und Bedeutung zu vermitteln. Es ist noch nicht allzu lange her, dass das die explizite Aufgabe vom Geschichtsunterricht war und nicht wenige lehren Geschichte immer noch national. Auch in anderen Kontexten, etwa in Integrationskursen, werden Nation, Kultur, Religion, Sprache, Territorium in einer Weise historisch und auch gegenwärtig aufeinander bezogen, die rückblickend begründen soll, warum genau das Deutsch ist und nichts anderes. Johann Wolfgang von Goethe, Immanuel Kant oder Johann Sebastian Bach gehören immer noch zum Kanon deutscher Kultur. Aber wer kennt schon, ja wen? Gab es sie nicht oder kennen wir sie nur einfach nicht? Erinnerungen an einige Personen, die gezielt ausgeblendet wurden, wie jene an Frauen oder Juden und Jüdinnen, werden nach und nach ausgegraben. Das ist nicht immer einfach, denn es gibt keine Garantien, dass unter den Deckschichten Erinnerungen zum Leben erweckt werden können. Manchmal ist es nötig, Dinge gegen den Strich zu lesen. Wenn etwa ein Berliner Tabakshändler im frühen 19. Jahrhundert reich werden konnte, dann musste der Tabak und der mit seinem Handel verbundene Reichtum irgendwoher kommen. Die Geschichte des transatlantischen Versklavungshandels wird in der Erinnerung an ihn also totgeschwiegen, verharmlost als gewaltvolle Geschichte, die auch Bezüge zu Deutschland bzw. dem preußischen Berlin aufweist, einfach vergessen. Aber wer waren diese Menschen, die den Reichtum des Tabakshändlers ermöglichten? Und was sagt dieser Aspekt der ausgeblendeten Geschichte aus über das Verhältnis von versklavten Menschen und jenen, die davon profitierten? Und was über eine Gesellschaft, die sich schwer damit tut, ihren Beitrag zur kolonialen Ordnung aufzuarbeiten und Verantwortung für seine Folgen zu übernehmen? In einem Zusammenhang wird an deutsche Geschichte aktiv erinnert, obwohl sie nicht glorreich ist. Am liebsten hätte die Kriegsgeneration und auch die nachfolgende den Nationalsozialismus verschwiegen, verdrängt, ausgeblendet, unbedeutend. Wie seinerzeit und häufig heute noch den Kolonialismus. Die Bundesrepublik wurde aber nur in den Bund der sich selbst als zivilisiert definierenden Nationen aufgenommen, unter der Bedingung, sich entnazifizieren zu lassen und wieder gut zu machen. Das ist anfangs nur sehr zögerlich und unvollständig geschehen. Die Rassialisierung, Verfolgung und Ermordung von Sinti und Roma etwa wurde erst 1982 anerkannt, nach mühsamen Kämpfen von Sinti und Roma. Auch fand die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus vor allem in Politik, Wissenschaft, Bildung und den Medien statt. In Alltagsdiskursen dagegen sind rassistische Stereotype und Einstellungen gegen Juden und Jüdinnen, Sinti und Sintetzer, Roma und Romja immer noch weit verbreitet. Allerdings wird zunehmend behauptet, dass die Bundesrepublik inzwischen ihre Vergangenheit aufgearbeitet habe. Davon zeugten die Denk- und Mahnmale, die Überarbeitung schulischer Curricula, die Solidarität mit der israelischen Regierung und so weiter. Die Aufarbeitung stabilisiert die ins Wanken geratene nationale Identität und wird als Exportmodell gehandelt, die jüngste nationale Geschichte nun wieder positiv, diesmal als Aufarbeitungsgemeinschaft erzählt. Gedenkorte erinnern nicht nur an die Gräueltaten der Nazis, sondern auch daran, wie gut die Deutschen ihre Geschichte aufgearbeitet hätten. Antisemitisch sind nun die anderen, insbesondere die als muslimisch, arabisch, türkisch markierten Menschen. Spezielle Programme zum Antisemitismus muslimischer Migrantinnen lenken die Aufmerksamkeit auf eine Gruppe, die nach Generationen immer noch als nicht deutsch wahrgenommen wird. Im Zuge ihrer Veränderung wird der Antisemitismus aus der deutschen Gesellschaft externalisiert, er wird nun als fremder Eingewanderter präsentiert. Als Integrationshindernis, neben Hautfarbe, Sprache, Kultur, Religion, werden nun der Antisemitismus und auch die Homophobie und der Sexismus der anderen ins Feld geführt. Sie sind es nun, die all das zu verkörpern scheinen,
was im Kreuzfeuer der Kritik steht und den sozialen Frieden stört. Die Übeltäter werden zu Fremden gemacht und ihnen BürgerInnenrechte vorenthalten. Wer antisemitisch und homophob und sexistisch sei, sei nicht deutsch, so die Logik. Wer deutsch werden wolle, müsse gewissermaßen nachholend Verantwortung für die deutsche Geschichte übernehmen, ganz so wie dies vermeintlich die Deutschen täten. Zusätzlich müssen sie sich mit jenem Antisemitismus kritisch auseinandersetzen, der mit ihnen eingewandert sei. Und nach dem Vorbild gelungener deutscher Aufarbeitung müssen Eingewanderte und ihre Nachfahren auch die historischen Verbrechen ihrer Nationalstaaten aufarbeiten. Damit ist es aber noch nicht genug, denn auch Migrationsgeschichte wird im Zuge der Wahrnehmung und Anerkennung von Migrationsbewegungen als gesellschaftlicher Tatsache zum Thema von Forschung und Bildung, Ausstellungen und Filmen. Der Blick, der derzeit auf Menschen gerichtet wird, die als muslimische MigrantInnen wahrgenommen werden, weist auf zweierlei hin. Zum einen scheint es tatsächlich ein kollektives Erwachen zu geben, das beginnt, gesellschaftlich anzuerkennen, dass die Bundesrepublik plural ist und die Bevölkerung heterogen. Zum anderen wird die Pluralität und Heterogenität aber als etwas Neues, Besonderes, Problematisches thematisiert. Migration erscheint als modernes Phänomen, als Herausforderung für Staat und Gesellschaft. Vernachlässigt wird, dass Migration der historische Normalfall ist, dass es Migrationsbewegungen gab, bevor es Nationalstaaten gab, dass Migrationen Nationalstaatsgründungen begleitet haben, die Vertreibung von Menschen und Ansiedlung anderer, der Bevölkerungsaustausch zwischen entstehenden Nationalstaaten, all diese Phänomene verweisen darauf, dass Nationalgeschichten und Migrationsgeschichten Teile einer globalen Geschichte sind. Der Versuch der gewaltsamen Vereinheitlichung setzt sich in Geschichtsschreibungen und historischen Narrativen fort, auch dann, wenn nationale Erzählungen vervielfältigt werden und die Normalität von Migration und Diversität von vielstimmigen und widersprüchlichen historischen und aktuellen Bezügen vereindeutigt und begradigt werden. Geschichten und Erzählungen, die die Imagination einer quasi natürlichen und einheitlichen Nation in Frage stellen könnten, werden externalisiert und erst über den Umweg der Migrationsgeschichte hörbar. Die Verwobenheit dieser Geschichten und Erinnerungen mit deutscher Geschichte werden ausgeblendet. Demgegenüber setzt eine globalgeschichtlich perspektivierte Erinnerungskultur an einem anderen Verständnis von Geschichte und Gesellschaft an. Ich hatte eingangs darauf hingewiesen, dass wir auswählen, woran wir uns erinnern und wie wir dies tun, dass Erinnerungen immer retrospektiv, selektiv und perspektivisch sind. Globalgeschichtliche Narrative sind das selbstverständlich auch. Auch sie schreiben und überschreiben, konstruieren und dekonstruieren. Und auch sie deuten die Geschichte und die Gegenwart, sprechen von einem bestimmten Standpunkt aus und verfolgen spezifische Interessen. Der Standpunkt, von dem aus erzählt wird und den wir unserem Praxisforschungsprojekt zugrunde gelegt haben, ist einer, der das Weltgeschehen zeitlich und räumlich als Ganzes in seiner Komplexität und Verwobenheit in den Blick zu nehmen versucht. Wir haben also nach Geschichten gesucht, mit deren Hilfe Globalgeschichte erzählt werden kann, um geteilte Geschichte sichtbar zu machen. Wir haben uns für Menschen interessiert, die oft genug körperlich entfernt wurden, die aber auch dann, wenn sie hier gelebt haben, nicht als genuine Mitglieder der Gesellschaft gesehen und gehört wurden, die kaum jemand kennt und an die sich nur wenige erinnern. Es erschien uns aber wichtig, an sie zu erinnern, um ihr Leben zu würdigen, aber auch, um an ihren Geschichten erinnerungspolitisch anzuknüpfen, sie erinnerungskulturell einzuarbeiten. Die Erinnerung an marginalisierte oder ausgeblendete, globalhistorisch perspektivierte Geschichten vermag wichtige Impulse zu geben, und zwar in mehreren Hinsichten. Sie bietet jenen BerlinerInnen Anknüpfungspunkte, die vom kulturellen Gedächtnis weitgehend ausgeschlossen werden, denen immer wieder symbolisch oder auch direkt die aktive und gleichberechtigte Teilhabe an der nationalen Erinnerungskultur verweigert oder erschwert wird und die stattdessen auf andere oder Migrationsgeschichten festgelegt werden. In der lebhaften erinnerungskulturellen Landschaft Berlins sollen, so unser Wunsch, auch ihre Geschichten repräsentiert sein. Gleichzeitig bieten globalhistorische Erzählungen auch allen anderen BerlinerInnen neue Perspektiven auf Stadtgeschichte. Indem diese Erzählungen andere Geschichten erzählen bzw. andere Perspektiven auf gemeinsame Geschichte werfen oder uns dazu einladen, andere Perspektiven einzunehmen,
tragen sie zu produktiven Irritationen, zu kontrapunktischen Lektüren und zu Neuerzählungen bei. Das waren die Überlegungen, die uns dazu bewogen haben, das nun zu Ende gehende Praxisforschungsprojekt anzugehen. Wir fragten uns, ob es möglich ist, von konkreten Erinnerungen, die vergessen oder marginalisiert wurden, auszugehen und mit ihrer Hilfe Stadtgeschichte in global-historischer Perspektive zu erzählen. Wir suchten nach Ansatzpunkten im Stadtraum, die aus anderen als den dort vorgestellten Perspektiven gedeutet werden können. Wir suchten nach historischen Ereignissen, die auf globale Verwobenheiten schließen lassen. Wir suchten also nach Personen, deren Präsenzen gleichzeitig als Berliner Geschichten erzählt und als Ausgangspunkte für globale historische Erkundungen genutzt werden können. Um der Gefahr vorzubeugen, Globalgeschichte als Beziehungsgeschichte zwischen genau einem Innen und einem Außen zu erzählen, fragten wir außerdem, wie unterschiedliche Ereignisse und Erzählungen verschiedener Epochen miteinander verwoben sind und ob die Komplexität von Globalgeschichte so erzählt werden kann, beziehungsweise in Narrativen bereits Bezüge und Verwobenheiten hergestellt sind, die wir aufnehmen und miteinander ins Gespräch bringen können. Alles in allem war unser Ziel also, nach Wegen zu suchen, Globalgeschichte von konkreten Berliner Ausgangspunkten auszuerzählen, in Gestalt von Menschen, die hier lebten, von Orten, die davon erzählen könnten, und entlang von Touren, in denen wir Pfade gelegt haben, um auszuloten, wie Ereignisse miteinander zusammenhängen könnten. Was wir herausgefunden haben, stellen wir heute anhand zweier Zugänge vor. Und den ersten wird unser Gast hinnehmen. Vor 9 Jahren wurde in der Brunnenstraße 193 der erste Stolperstein zum Gedenken an ein schwarzes Opfer des Nationalsozialismus gelegt, und zwar für Bayoum Mohammed Husen. Seine Biografie sticht als verwobene Geschichte in besonderer Weise heraus. Sein Lebensweg bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte, Berliner Geschichte in ihrer global-historischen Verflechtung zu thematisieren. Von seiner Geschichte ausgehend gibt es Verbindungen zu unterschiedlichen Erinnerungsorten und zu unterschiedlichen schwarzen Menschen und People of Color in Berlin. Ausgehend von seiner Geschichte möchte ich an dieser Stelle die Webseite www.verwobenegeschichten.de vorstellen. Auf ihr stellen wir die Ergebnisse des Praxisforschungsprojekts Erinnerungsorte, Vergessene und verwobene Geschichten einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung. Orte, Menschen und Touren sind die Hauptkategorien. Das sieht dann so aus: Orte, Touren, Orte, natürlich nicht. Ich versuche nochmal zurück. Orte, Menschen, Touren, genau. Das sind die Hauptkategorien auf der Startseite farblich markiert, durch die Sie sich kreuz und quer durchklicken können. Das Prinzip lautet, Wege von einem zum nächsten zu finden, eigene Pfade zu legen und sich digital zwischen Menschen, Touren und Orten zu bewegen. Sie können aber auch thematischen Pfaden folgen, die wir als Touren vorschlagen. Unsere heutige Tour beginnt exemplarisch mit der Biografie von Mohammed Husen. Also aus irgendeinem Grund wird jede zweite übersprungen. Kann man vielleicht, ich versuche mal zurück. Die sollte es sein. Genau. Vielleicht eine nach dieser hier. Okay. Das ist wunderbar. Einmal versuche ich es noch. Wir belassen uns bei dieser Folie mit Mohammed Husen. Kann man mit dem roten Hintergrund. Ja, bitte diese hier. Okay, da bleiben wir jetzt. Mahjub bin Adam. Einfach weiter. Mahjub bin Adam Mohammed Hussein wird am 22. Februar 1904 in der Kolonie Deutsch-Ostafrika im heutigen Tansania geboren. Er ist Sohn eines Offiziers der deutschen Kolonialtruppe, der sogenannten Askari, einer Armee, deren Gründung auf den Kolonialbeamten Hermann von Wismann zurückgeht.
Zunächst werden nur landfremde Söldner angeheuert, um sicherzustellen, dass sie keinen Bezug zur Bevölkerung haben, gegen die sie eingesetzt werden. Später stellen vor allem lokale Männer und auch männliche Jugendliche und Kinder das Gros der deutschen Kolonialarmee. Die Militärlaufbahn bietet Askaris gewisse Sicherheiten und Einkommen. Söhne der Askaris steht der Besuch kolonialer Regierungsschulen offen. So besucht auch Mohammed Hussein die koloniale Bildungseinrichtung in Dar es Salaam. Hier soll er wie andere auch im deutschen Geiste erzogen werden und auf den Dienst als zukünftiger Soldat vorbereitet werden. Im Alter von 10 Jahren wird er als Kindersoldat rekrutiert, um im Ersten Weltkrieg deutsche Interessen zu verteidigen. Er kommt in britische Kriegsgefangenschaft, er überlebt den Krieg und heuert die nächsten Jahre auf deutschen Schiffen an, bis er 1929 nach Berlin kommt. Hier will er den ausstehenden Sold für seinen Militärdienst und den seines Vaters einfordern. Husen, wie er sich dann hier bald nennt, zerrt an den Nerven der Beamten. Er bleibt hartnäckig, das Auswärtige Amt lehnt ab und fordert ihn zur Rückreise nach Deutsch-Ostafrika auf. Husen bleibt aber in Berlin und beginnt Spuren an zahlreichen Orten in der Hauptstadt zu hinterlassen. Dann darf ich die nächste Folie bitten? Genau. 1930 beginnt er für 5 Jahre im Haus Vaterland am Potsdamer Platz zu arbeiten. Er ist Kellner in der Wildwestbar und hilft aus im türkischen Café. Das Haus Vaterland, ein Gaststätten-Großbetrieb, wird von der Firma Kempinski & Co. geführt, ein renommiertes deutsch-jüdisches Traditionsunternehmen. Das Haus Vaterland entwickelt sich bald zu einer Attraktion besonderer Art. So lockt der Vergnügungspalast mit Themenrestaurants, die die Gäste des Hauses auf eine Weltreise einladen. Das Personal afrikanischer und arabischer Herkunft soll Authentizität gewährleisten, Sehnsüchte befriedigen und das Publikum unterhalten. Es treten auch schwarze Musiker auf, darunter der afroamerikanische Saxophonist Sidney Bechet und auch die südafrikanische Schauspielerin Hestey Harvey. Zu ihr haben wir unter der Hauptkategorie Menschen eine eigene Seite angelegt. Schwarze Frauen und Women of Color sind von Anfang an Teil der kolonialen Unterhaltungsbranche. In Völkerschauen müssen sie zusammen mit Männern und Kindern afrikanisches Leben mimen. Die Inszenierung exotischer Primitivität ist Teil des kolonialen Projekts. Die Darstellerinnen bleiben als Person unsichtbar, insbesondere die Spuren der Frauen sind sehr schwer zurückzuverfolgen. Die Instrumentalisierung und koloniale Verwertung schwarzer Menschen beschränkt sich aber nicht auf die Unterhaltungsbranche. Die koloniale Kultur ist eng mit Forschung, Wissenschaft und Wissensproduktion verknüpft. Mohammed Husen beginnt neben seiner Tätigkeit im Haus Vaterland von 1931 bis 1941 am Seminar für orientalische Sprachen in der Dorotheenstraße 7 als Lektor zu unterrichten. Er lehrt dort Kiswahili. Er hat aber als Sprachgehilfe nicht denselben Status wie Lektoren für Arabisch und Chinesisch, geschweige denn den Status weißer Professoren und Mitarbeiter. Das Seminar für orientalische Sprachen wird 1887 gegründet und soll Sprachen für den praktischen Gebrauch lernen. Muttersprache sind zur Vorbereitung von Beamten in kolonialer Übersee besonders gefragt. Die Sprachkurse reichen von Arabisch über Chinesisch bis hin zu Hausa. In dieser Fremdheit und Exotik vermengen sie sich in der Figur des Orients. Die Sprachkurse richten sich an Missionare, an Forschungsreisende, an Kaufleute und nicht zuletzt an Kolonialbeamte. Das Seminar für orientalische Sprachen ist politisch und personell eng mit deutscher Kolonialpolitik und kolonialer Wissensproduktion verwoben. In dieser wissenschaftlichen Tradition versteht sich auch die Funktion des Lautarchivs am Kupfergraben 5. Hier lagern Stimmproben von Menschen auf Schellackplatten und Wachswalzen. Auch Mohammed Husen, wie auf diesem Bild erkennbar, hat hier sein Stimmporträt auf Kiswahili abgegeben. Töne, Musik und Stimmen von Menschen zu konservieren, ist Teil einer Sammelleidenschaft im kolonialen Machtgefüge. Die Stimmporträts sind unter Bedingungen von Gefangenschaft und Abhängigkeit entstanden. Sie wurden, wie im Falle von Mohammed Husen, von Menschen genommen, die aufgrund eingeschränkter Arbeitsmöglichkeiten für schwarze Menschen nehmen mussten, was sie bekommen konnten. Sie wurden aber auch im Rahmen von Forschungen an schwarzen und muslimischen Kriegsgefangenen während des Ersten Weltkrieges genommen. Das sogenannte Halbmondlager in der Nähe von Berlin war eines dieser Lager, in denen muslimische Kolonialsoldaten aus britischen und französischen Armeen gefangen gehalten wurden. Zurück zu Mohammed Husen. Von 1934 bis 1941 tritt er in der deutschen Afrikaschau auf und wirkt in zahlreichen Kolonialfilmen mit.
Obgleich er mehrere Jobs bestreitet, ist seine Lebenssituation unsicher. Schwarze Menschen können nur in wenigen Berufsfeldern Fuß fassen. Kurz vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten 1933 heiratet Husen seine Freundin Maria Schwantner. Beide müssen ihre Ausweise im Sommer abgeben. Er aus rassistischen Gründen, sie, weil aufgrund des patriarchal-deutschen Staatsbürgerschaftsrechts die Frau die Nationalität des Mannes annehmen muss oder eben starten muss, sobald er es wird. Das Ehepaar erhält also Fremdenpässe. Husen nimmt das nicht hin, er beschwert sich im Auswärtigen Amt, aber ohne Erfolg. Einige Jahre später wird er während der Dreharbeiten zum kolonialpropagandistischen Film Karl Peters aufgrund einer vermeintlichen Affäre mit einer weißen deutschen Frau denunziert. Die Anklage lautet Rassenschande. Husen kommt in Schutzhaft und wird ins Konzentrationslager Sachsenhausen deportiert. 1944 stirbt er im Lager. Husens Biografie ist eng verwoben mit der Geschichte des deutschen Kolonialismus, seinen politischen, sozialen und alltäglichen Facetten in Übersee und in der Metropole Berlin. Und sie ist verknüpft mit der Geschichte des Nationalsozialismus und der komplexen Lebenssituation schwarzer Menschen zwischen kolonialrevisionistischen Bewegungen, Rassismus und Verfolgung. Husens Lebensweg führt durch zahlreiche Orte in Berlin, die an das Leben anderer schwarzer Menschen und People of Color erinnern. Diese Geschichten marginalisiert, verdrängt, zum Schweigen gebracht, verbinden Zeiträume, sie verbinden Lebenswelten und Orte miteinander und sie erzählen von politischem Widerstand, von Agency und von Kämpfen um Anerkennung. Dann darf ich Olga Gersten danken. Berliner Geschichte in ihrer globalhistorischen Verwobenheit zu beleuchten, ist ein thematischer. Dazu haben wir zwei Touren entwickelt. Die deutsche Nationswerdung in einem postkolonialen und postnationalsozialistischen Kontext beleuchten. Den damit einhergehenden machtvollen Prozessen des nationalen Entinnerns, ein Begriff, den Kieny H. und Nicolas Loréal-Samaray geprägt haben, das heißt der Auslöschung, Verdrängung und Delegitimierung, werden community-basierte Gegenerinnerungen entgegengestellt. Die erste Tour zur kolonialen Ordnung beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Wissenschaft, Kultur und Politik. In Debatten zum Verhältnis von Kolonial- und Islampolitik bzw. in Kolonialplanung während des Nationalsozialismus, in der Bezeichnung und Bezahlung von Sprachlehrern für Swahili und Arabisch im Seminar für orientalische Sprachen sowie in Völkerschauen und im Lautarchiv werden Praktiken des kolonialen Ordnens nachvollzogen. Die Tour ist noch im Entstehen und sie wird demnächst auf der Seite veröffentlicht. Die zweite Tour, die ich im Folgenden auch in Auszügen näher vorstellen werde, fokussiert Form und freie Arbeit zu unterschiedlichen Zeiten. In Berlin, der Hauptstadt des kolonialistischen und des nationalsozialistischen Deutschlands, ist unfreie Arbeit diskutiert, organisiert, entschieden und umgesetzt worden. BerlinerInnen haben davon profitiert oder darunter gelitten, sie eingefordert oder dagegen Widerstand geleistet. Die Tour besteht aus 9 Stationen und verbindet persönliche Schicksale mit historischen Ereignissen und institutionellen Rahmenbedingungen. Der Beginn der deutschen kolonialen Interaktion liegt bereits im 17. Jahrhundert. 1682 gründet Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie. Ein Jahr später legt sein Offizier von der Grüben die Kolonialfestung Großfriedrichsburg im heutigen Princestown Bukieso in Ghana an. Die Brandenburgisch-Afrikanische Kompanie handelt mit versklavten Menschen. Innerhalb weniger Jahre werden über 20.000 Kinder, Frauen und Männer aus Afrika in die Plantagensklaverei der Amerikas verschleppt. Auf den Schiffen leisten sie oft erbitterten Widerstand. Die Namen der Menschenhändler sind bekannt, die Namen derjenigen, die Widerstand leisten, sind es nicht. Bereits diese ersten kolonialen Ambitionen Brandenburg-Preußens spiegeln sich im öffentlichen Stadtbild Berlins wider. Nach Gröben wird 1885 ein Ufer im heutigen Kreuzberg benannt und erst 2010 auf Initiative eines breiten zivilgesellschaftlichen Bündnisses nach der Aktivistin, Dichterin und Wissenschaftlerin Maya Im umbenannt. Die in Mitte gelegene M-Straße erhält ihren Namen zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Sie verweist auf die Präsenz der ersten AfrikanerInnen in Berlin, die im Zuge des Versklavungshandels häufig als Kinder verschleppt werden. Nach einer sprachlichen und religiösen Unterweisung werden sie christlich getauft und in den meisten Fällen nach ihren Paten benannt.
Ihre richtigen Namen sind nicht mehr nachzuvollziehen. Ihre Biografien sind in nur sehr wenigen Einzelfällen und nur bruchstückhaft bekannt. Seit Jahren weist das von der schwarzen Community initiierte Bündnis Initiative zur Umbenennung der M-Straße auf den rassistischen Ursprung der Bezeichnung hin. Doch bisher ist die Straße und die Bezeichnung fest im Zentrum Berlins verankert. Das Fort Groß Friedrichsburg wird 1717 verkauft. Berlin bleibt jedoch in das weltweite Wirtschaftssystem der Plantagensklaverei eingebunden. Vor allem weiße Berliner Kaufleute, die mit Kolonialprodukten handeln, profitieren von der in europäischer Gemeinschaftsarbeit umgesetzten Ausbeutung. Ungeachtet zahlreicher Aufstände und Selbstbehauptungsstrategien in bereits besetzten Gebieten versuchen europäische PolitikerInnen ihre Macht weiter auszubauen und zu festigen. Politiker in dem Fall. Ihre Macht weiter auszubauen und zu festigen. Am 15. November 1884 kommen die Vertreter 12 europäischer Staaten, der USA und des Osmanischen Reichs im Palais des Reichskanzlers in der Wilhelmstraße 77 zusammen, um nationale Interessen an kolonialen Besitzungen und Einflusssphären zu verhandeln. Für den afrikanischen Kontinent hat die Konferenz weitreichende Folgen. Grenzen werden willkürlich gezogen, die Grundlagen für eine eigene ökonomische und politische Entwicklung vernichtet und gewachsene Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen zerstört. Unter dem Vorwand der Abschaffung des Versklavungshandels werden neue Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse geschaffen. Die Gedenktafel von der afrikanischen Community initiiert und am Ort der Konferenz, heute ist es die Wilhelmstraße 92, aufgestellt. Obwohl das Ereignis von weitreichender globaler Bedeutung ist, finden sich keine weiteren Hinweise darauf im öffentlichen Raum. Vielmehr ist die Stelle das erste und nach meiner Kenntnis auch bislang einzige koloniale Mahnmal in der historisch-politischen Topografie der deutschen Hauptstadt. Infolge der Berliner Afrika-Konferenz werden die als deutschen Schutzgebiete, sogenannten deutschen Schutzgebiete, bezeichneten Territorien in den heutigen Staaten Namibia, Togo, Kamerun, Tansania, Burundi und Ruanda besetzt und umfangreiche Zwangsarbeitssysteme eingeführt. Gebiete werden zu Kronland erklärt, die bisherigen EigentümerInnen enteignet und an Kolonialgesellschaften und weiße Farmer verkauft. Es werden Besteuerungen eingeführt, die vor allem dazu dienen sollen, die Menschen zur Lohnarbeit auf den Plantagen zu nötigen. Wer die Abgaben nicht entrichten kann, wird mit Gewalt zur Arbeit auf Farmen und Plantagen gezwungen. Die Schaffung von Zwangsarbeitsverhältnissen zählt nicht nur darauf, die menschliche Ressource Arbeitskraft für deutsche Kolonisatoren verfügbar zu machen, sie soll auch den Widerstand afrikanischer Bevölkerung brechen, die sich gegen die Zerstörung ihrer Ökonomien und sozialen Strukturen erbittert zur Wehr setzen. 1905 erheben sich im sogenannten Deutsch-Ostafrika, dem heutigen Tansania, Burundi und Ruanda, über 20 Gemeinschaften zum Maji-Maji-Krieg, nachdem eine Vervierfachung der Steuerabgaben in Kraft tritt. Zu dem Zeitpunkt befinden sich die im sogenannten Deutsch-Südwestafrika, das heißt im heutigen Namibia, lebenden Herero und Nama, bereits seit einem Jahr unter Führung von Hendrik Witbooi und Samuel Maharero im Krieg gegen die deutschen Besetzer. Beide Widerstandsbewegungen werden mit äußerster Brutalität niedergeschlagen. Gegen Herero und Nama wird ein Vernichtungskrieg geführt, der als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts gilt. Ohne Unterscheidung werden Kinder, Frauen und Männer getötet, in die Wüste zum Verhungern und Verdursten getrieben oder in Konzentrationslagern ausgebeutet und umgebracht. Seit Jahren fordern Opferverbände in Namibia und Aktivistinnen weltweit die politische Anerkennung des Völkermords durch die Bundesregierung. Das geschieht erstmals im Juli 2015. Eine förmliche Entschuldigung für die Kriegsverbrechen oder Entschädigungszahlungen sind bislang jedoch ausgeblieben. Der Zwang zur Arbeit, der seit dem Kolonialismus mit rassistischen Argumenten gerechtfertigt wird, stellt eine gewaltvolle Form dar, um Menschen auszubeuten und zu diskriminieren. Im Nationalsozialismus wird dieses brutale Vermächtnis aufgegriffen und unter anderen Vorzeichen erheblich erweitert. Das Reichsarbeitsministerium und seine Verwaltung, die Arbeitsämter, tragen dabei eine Hauptverantwortung für die Verfolgung und Ausbeutung von Millionen Menschen in Deutschland und Europa. Ab Ende 1938 werden systematisch entrechtete, arbeits- und mittellos gemachte Berliner Juden und Jüdinnen erfasst
und zur Zwangsarbeit verpflichtet. Dazu richtet das Arbeitsamt in der Fontanepromenade 15 in Kreuzberg eine eigene Abteilung ein. Die Angestellten der Schikanepromenade, wie sie von den Betroffenen genannt wird, weisen den Menschen schwere körperliche, oft gesundheitsschädliche Beschäftigungen, vor allem in der Rüstungsindustrie, zu. Isaac B.H., Zitat Anfang, sagt dazu, schreibt in seinen Erinnerungen, wie die meisten Betriebe war auch die Militärfärberei Bergmann bei Kriegsbeginn als militärisch wichtiger Versorgungsbetrieb eingestuft worden. Im Erdgeschoss schufteten zwangsverpflichtete Juden an riesigen Bottichen, in denen erbeutete Militärmäntel grün gefärbt wurden. Es war dort unerträglich heiß und feucht und die chemische Farbe verbreitete einen giftigen Gestank. Isaac B.H. wird zusammen mit seiner gesamten Familie zwangsbeschäftigt. Er und sein Vater arbeiten in einer Militärfärberei, seine Schwestern Allegrina Angean in einer Spinnstofffabrik. Trotz großer persönlicher Gefahr wehren sich viele Menschen. Sie versuchen der Erfassung zu entkommen, behindern durch langsames Arbeiten die Produktion oder fliehen ins Ausland. Am 23. Oktober 1941 ergeht eine geheime Anordnung, um die Ausreise jüdischer Menschen zu verhindern. Zeitgleich beginnt ihre Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Das Arbeitsamt in der Fontanepromenade erstellt dafür in Absprache mit den Unternehmen Listen zwangsbeschäftigter Personen. Am 27. Februar 1943 werden die meisten der noch verbliebenen jüdischen ZwangsarbeiterInnen verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Mehrere tausend Menschen können untertauchen, um dem Schicksal zu entgehen. Isaac B.H. ist einer von ihnen. Zitat: Es ist Sonntag, der 13. Dezember 1942. Heute musste ich ein neues Leben beginnen. Ab jetzt bin ich ein U-Boot. Ich habe keine Familie mehr, keine Freunde, kein Zuhause. Ich muss allein leben, im Untergrund, im Versteck. Nur so habe ich eine Chance zu überleben. Ich bin 19 Jahre alt. Zitat Ende. Dass seine komplette Familie in Auschwitz ermordet wurde, überwindet er nie. Doch er findet einen Weg, damit umzugehen, in seiner Arbeit als Zeitzeuge und in seinem Engagement für die sephardische Gemeinde. 2006 wird in Berlin auch auf seine Bemühungen hin die erste sephardische Synagoge nach der Shoah eröffnet. Bis zu seinem Tod im Jahr 2011 arbeitet Isaac B.H. als Gemeindeältester. Die Dienststelle des Arbeitsamtes in der Fontanepromenade 15 weist spätestens seit 1942, wahrscheinlich auch den seit 1936 im Zwangslager Mazan inhaftierten Sinti und Roma, Sintessa und Romnia, Arbeitsstellen zu. Das Lager in Mazan dient der Kontrolle und Überwachung, der Ausbeutung durch Zwangsarbeit und der Vorbereitung von systematischen Deportationen in Konzentrationslager. Die Lebensbedingungen sind katastrophal. Das Lager wird bewacht und darf nur mit polizeilicher Erlaubnis verlassen werden. 1938 wird ein Großteil der Männer ins KZ Sachsenhausen, 1939 ein Großteil der Frauen ins KZ Ravensbrück verschleppt. Otto Rosenberg, der bereits im Alter von 9 Jahren mit seiner Familie nach Mazan gebracht wurde, wird mit 13 Jahren zur Arbeit in einem Berliner Rüstungsbetrieb zwangsverpflichtet. Dort wird er 1942 denunziert und wegen angeblicher Sabotage ins Gefängnis nach Moabit überstellt, wo er 4 Monate in Einzelhaft verbringen muss. Von dort aus wird er im Frühjahr 1943 nach Auschwitz deportiert. Im selben Jahr werden fast alle im Zwangslager Mazan verbliebenen Menschen nach Auschwitz deportiert. Otto Rosenberg überlebt als einziger von 11 Geschwistern nicht nur das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, sondern auch Buchenwald, Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen. Nach 1945 beginnt für Sinti und Roma, Sintessa und Romnia die zweite Verfolgung. Der bundesdeutsche Staat beschäftigt viele NS-Täterinnen weiter, die aktiv an der Verfolgung beteiligt gewesen sind und nun über die Entschädigungsanträge ihrer einstigen Opfer entscheiden. Bis in die 1980er Jahre sind Sinti und Roma, Sintessa und Romnia mit einer Mehrheitsgesellschaft konfrontiert, die den Völkermord nicht nur verleugnet, sondern auch kaum ein Unrechtsverständnis entwickelt. In den 1970er Jahren erstarkt bundesweit eine Bürgerrechtsbewegung. Sie fordert die Anerkennung des Völkermords und das Recht auf Entschädigung,
betreibt eine gezielte Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit, thematisiert die rassistische Praxis von Polizei und Justiz und macht mit spektakulären Widerstandsaktionen auf die Situation von Sintessa und Hormia aufmerksam. Otto Rosenberg ist ein zentraler Vertreter der Bürgerrechtsbewegung. 1978 gehört er zu den Mitbegründern der Sinti-Union Berlin, dem heutigen Landesverband Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg. Er wird dessen langjähriger Vorsitzender. Zudem ist er als Vorstandsmitglied des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma tätig. Rosenbergs Engagement richtet sich auf die Anerkennung des Zwangslagers Marzahn und die Entschädigung der Überlebenden als Opfer des Nationalsozialismus. Dass diese Bemühungen 1987 von Erfolg getragen sind, verdankt sich zu einem großen Teil seiner Beharrlichkeit. Seine Tochter Petra Rosenberg führt als Leiterin des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg seine Arbeit vor Ort. Sie initiiert 2007 die Benennung der Otto-Rosenberg-Straße und realisiert 2011 die Dauerausstellung am Ort der Gedenkstätte Zwangslager Marzahn. Die ersten Bürgerrechtlerinnen widmen sich nicht nur konsequent der Erinnerungs- und Gedenkpolitik, sie sind auch aktiv am Aufbau von landes- und bundesweiten Verbandsstrukturen beteiligt. Wichtige Meilensteine sind die Einrichtung eines Dokumentations- und Kulturzentrums, die Realisierung eines zentralen Mahnmals, die Sichtbarmachung von Erinnerungen in Stadträumen sowie Ausstellungen, Buchveröffentlichungen und eine vielseitige Bildungsarbeit. Wir sind außerordentlich dankbar, dass Anita Awususi und Ilona Lagrene, zwei langjährige Aktivistinnen der Bürgerrechtsbewegung, heute da sind und aus ihren Erinnerungen und ihren Einsatz im Rahmen einer Lesung berichten werden. Frau Awususi, Frau Lagrene, ich möchte Sie kurz vorstellen, bevor ich Sie auf die Bühne bitte. Anita Awususi, 1956 geboren, setzt sich als aktive Bürgerrechtlerin für die Rechte der Sinti und Roma ein. Mehr als 20 Jahre leitete sie das Referat Dialog im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Und sie arbeitete an Büchern, Hörfunksendungen, Filmen und Ausstellungen mit. In ihrem Buch Vater Unser, eine Sinti-Familie erzählt, aus dem sie heute lesen wird und das Ende Oktober 2016 erscheint, berichtet sie auch ihre eigene Geschichte als Nachgeborene einer Familie von Überlebenden der Verfolgung und Holocaust-Opfern. Ilona Lagrene, geboren 1950, ist Gründungsmitglied des Verbands Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg und seit 1990 dessen Vorstandsvorsitzende. Dort war sie mit Beratungen zu alltagspraktischen Fragen der Existenzsicherung, zur Ausbildung und Entschädigung beschäftigt. Ebenso widmete sie sich der kulturellen Förderung, der Dokumentation der Verfolgungsgeschichte und der Antidiskriminierungsarbeit. Sie beschreibt die Zusammenarbeit mit den Überlebenden und ihre erinnerungspolitische Arbeit nicht nur als einen beruflichen Schwerpunkt, sondern auch als Lebenswerk und Motor ihres bis heute andauernden Engagements. Sie liest heute aus dem gemeinsam mit ihrem Mann Reinhold Lagrene und Daniel Strauß verfassten Buch Weggekommen, Berichte und Zeugnisse vom Sinti, die die NS-Verfolgung überlebt haben. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich und würde Sie gerne auf die Bühne bitten. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich hier heute sein darf, um mir einfach was Ihnen vortragen kann. Und zwar, es geht um meine ältere Schwester Renate. Hört man mich? Ja. Renate ist, sie ist 1934 geboren und die Gelegenheit hier einfach den Zeitzeugenbericht meiner Schwester vorzutragen, ist einfach für mich, ich kann es Ihnen gar nicht beschreiben. Ich danke Ihnen, dass ich hier in diesem Haus das machen kann. Ich werde Ihnen dann noch einen Brief vorlesen von meiner Cousine Berta
Berta Reinhardt. Sie ist geboren 1928 und war im KZ Ravensbrück. Und da gibt es diesen Brief, den werde ich Ihnen dann auch vortragen. Meine Schwester Renate, ich kann mich erinnern, wie in Ludwigshafen in der Nacht ein Lastwagen kam. Wir waren die Letzten, die sie geholt haben. In dem Lastwagen waren schon viele Sinti. Die Mama hat uns genommen und gesagt, dass wir jetzt alle wegkommen. Als wir fragten, da sagte sie, dass sie es nicht weiß. Lieber Gott, wohin werden sie uns bringen? So sprach sie vor sich hin. Lieber Gott, ich hoffe und bitte, dass sie uns nicht in ein Lager bringen. Da kommen wir nicht mehr raus. Wir wurden zum Bahnhof gebracht. Überall war Polizei und SS. Sie riefen, schnell, schnell einsteigen. Daran kann ich mich noch erinnern. Es waren so viele Menschen, dass wir beim Einsteigen übereinander stolperten. Die Bahn war schon überfüllt. Es waren so viele Menschen, dass wir kaum Luft bekamen. Mutter sagte, wir sollen uns alle an ihr festhalten, damit sie uns nicht verliert. Sie brachten uns nach Asberg. Vom Bahnhof aus mussten wir den langen Weg nach oben gehen. Auf der Festung waren wir ein paar Tage. Dann ging unser Transport nach Polen. Aber das haben wir damals nicht gewusst. Wir Kinder schon gar nicht. Ich war damals nicht ganz 6 Jahre alt. Wir sind dann vom Bahnhof in Asberg mit vielen, vielen Menschen in einen großen Zug gekommen. Die Bahn fuhr 2, 3 Tage, immer fort, fort, fort. Wir hatten nichts zu essen, aber am schlimmsten war der große Durst. Wir haben geweint, auch viele von den Erwachsenen haben geweint. Auch alte Leute haben geweint. Einige sind während der Fahrt gestorben. Alte Leute, aber auch junge Menschen. Wenn der Zug unterwegs hielt, wurden die Toten ausgeladen. Der Zug fuhr Tag und Nacht. Manchmal mussten die Gleise erst wieder freigemacht werden. Es war ja Krieg. Einmal, als der Zug wieder anfuhr, ist hinter uns eine Bombe eingeschlagen. Das weiß ich noch wie heute. Der ganze Zug wackelte. Alle im Zug sind umgefallen. Wir Kinder auch, die Mama und der Dada. Die ganze Zeit hatten wir nichts zu essen. Die Bombe ist eingeschlagen, aber uns ist nichts passiert. Die Fahrt ging weiter. Irgendwann ging es dann nicht mehr weiter. Die Gleise waren kaputt. Jemand rief, wir sollen alle aussteigen. Wir sind alle aus dem Zug raus und standen auf der Straße. Keiner wusste, wie es weitergehen würde. Es kamen Ballastwagen und wir wurden in ein Lager deportiert. Ich weiß nicht mehr, wie das Lager hieß. Es war ein Gefangenenlager. Ich kann mich an den Stacheldraht erinnern. Es waren schon Menschen dort im Lager. Es wurde der Name unseres Vaters aufgerufen und Mama sagte,
dass uns hoffentlich nichts passiert. Wir sind dann alle zusammen nach vorne gegangen. Einer in Uniform fragte, gehört ihr alle zusammen? Dada sagte ja. Und so kamen wir mit einem Transport nach Radom. Ich kann kaum davon reden. Es war ein sehr großes Leid, das wir erfahren mussten. Meine Mama hat es nie vergessen können. In Radom wurden wir einmal mitten in der Nacht, so um 2, 3 Uhr, geweckt. Es hieß, alle aufstehen, mitkommen, alle, auch die Kinder. Einer von den Bewachern kam zu uns, und weil unsere Mami, Großmutter, nicht so schnell gehen konnte, hatten wir Angst, dass wir erschossen werden. Und meine kleine Schwester schlief auch noch. Und der Soldat beugte sich über sie und sagte, mein Gott, ist die hübsch. Der Soldat ließ daraufhin sie, also unsere Großmutter, mit in der Baracke. Wir anderen mussten mitkommen. Damals wurden viele ermordet. Ganze Familien waren danach verschwunden. Wir kamen in eine Schreibstube. Alle Namen wurden aufgeschrieben. Wir kamen alle in einen Raum. Damals wurden viele ermordet. Ganze Familien waren danach verschwunden. Wir kamen in eine Schreibstube. Alle Namen wurden aufgeschrieben. Wir kamen alle in einen Raum. Meine Cousine Maria und ihre kleine Tochter Muri wurden hereingebracht. Ihre Namen wurden aufgerufen. Meine Mama rief, dass wir zusammengehören, dass wir nicht getrennt werden sollen. Wir kamen aber in einen anderen Raum. Es war so eng, dass wir kaum atmen konnten. Es gab auch kein richtiges Fenster in dem Raum. Aber wir hörten, dass viele Familien mit Lastwagen weggebracht wurden. Plötzlich wurde meine Mutter aufgerufen. Wir durften bleiben, weil Dada, unser Vater, in der Munitionsfabrik arbeitete. Meine Cousine durfte aber nicht bleiben. Meine Mutter hat so sehr gebetet für sie. Auch die ältere Schwester unserer Mutter mit ihren 4 Kindern war unter ihnen. Tagelang hat Mama geweint. Wegen meiner Cousine mit ihrer kleinen Tochter. Sie konnten nie vergessen, wie die beiden geweint haben. Wir haben gesehen, wie sie mit dem Lastwagen abgeholt wurden. Wir haben sie nie wieder gesehen. Mama hat später erzählt, dass alle erschossen wurden. Das habe ich erst später gehört. Dass damals so viele Menschen erschossen worden sind. Einer von ihnen sei nackt entkommen. Den hatten sie später im Wald erschossen. Aus den Gräben sei das Blut herausgekommen. Ich habe viele tote Menschen gesehen, viele tote Kinder. Ich kann das nicht vergessen. Wir mussten damals Gräben ausheben.
in den Wäldern. Es hieß, dass es Schützengräben wären. Aber in einem dieser Gräben sind viele Menschen erschossen und vergraben worden. Auch wir Kinder mussten arbeiten und Sand schaufeln. Mama hat sich dann immer beeilt und mir unauffällig geholfen. Ich war noch klein damals. Je tiefer gegraben wurde, umso schwerer wurde es für mich. Manchmal konnte ich nicht mehr. Dann hat Mama mir geholfen. Das dürfte die SS nicht sehen. Sonst hätte sie uns erschossen. Viele wurden erschossen, weil sie nicht schnell genug waren, weil sie erschöpft waren. Die SS ist immer am Rande der Grube auf und ab gegangen. Wer erschossen wurde, der blieb einfach dort liegen. Es war furchtbar. Wer nebenan arbeitete, der musste weiterarbeiten, als ob nichts wäre. Sonst wäre auch er erschossen worden. Ich bin einmal bei der Arbeit gefallen. Da hat sofort einer, der es ist, einen Tritt gegeben, dass ich weit geflogen bin. Er hat gleich auf mich gezielt mit dem Gewehr. Aber Mama hat mich schnell hochgezogen. Wenn Mutter nicht so schnell reagiert hätte, der hätte mich erschossen. Wir waren wieder auf Transport in ein anderes Lager, als plötzlich ein Fliegerangriff kam. Überall hat es gebrannt. Es war bitterkalter Winter. Mutter hat unsere Füße mit Lumpen eingewickelt. Wir hatten keine Schuhe. Jemand hatte einen Schlitten. Auf den konnte ich sitzen. In dem Durcheinander bin ich hinuntergefallen. Alle sind gerannt. Ich habe mich an der Großmutter festgehalten. Sie konnte aber nicht so schnell laufen. Mama hat mich dann auf den Arm genommen. Überall war Rauch und Staub. Es fielen Bomben. Überall lagen Tote. Es war furchtbar. Da habe ich Großmutter das letzte Mal gesehen. Wir haben alle geweint. Am schlimmsten war es für Mama, weil sie nie mehr etwas von Oma gehört hatte. Später sind wir von der Roten Armee befreit worden. Ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, wo wir damals waren. Für uns Kinder war das am schönsten. Und als die Amerikaner kamen, sie zeigten uns, wie man Kaugummi kauen musste. Und es gab Schokolade und Brot. So viel Brot hatten wir bis dahin nie gesehen. Wir waren ausgehungert. Wir waren als Kinder nur noch Haut und Knochen. 1945 sind wir wieder zurück nach Heidelberg gekommen. Wir wohnten dann bei unserer anderen Oma in der Pfaffengasse. Wir sind in die Lieselotte-Schule gegangen, aber wir haben damals kein Deutsch mehr verstanden. Deshalb war es für uns eine harte Zeit. Die Lehrer haben sich nicht bemüht. Deshalb können mein Bruder und ich nicht lesen und schreiben. Später haben wir Schulgeld bekommen. Unser Vater hat uns dafür die Anträge gestellt. Es waren wohl so um die 3000 Mark. Alle anderen Entschädigungen wurden abgelehnt. Erst viel später, als der Zentralrat unsere Entschädigung durchsetzte, das war Ende der 80er Jahre, bekam ich eine Nachzahlung und eine Rente.
vor 6 oder 7 Jahren auch noch eine Haftentschädigung von 6.000 Mark für die Zeit, in der wir in Radom in Ghetto waren. Meine Eltern haben das nicht mehr erlebt. Dada ist 1979 gestorben und Mama 1986. Dieser Brief ist eine Transkription, und zwar von der Berta Reinhardt, von dem Brief aus Ravensbrück, Block 9, Häftlingsnummer 10, 204, ohne Datum. Von der Seite. Meine liebe Eltern, ich habe euren Brief mit einer großen Freude erhalten. So eine Freude habe ich noch nie gehabt. Wie ich es aus eurem Brief gelesen habe, seid ihr noch alle gesund, was der Fall noch auch bei mir ist. Meine liebe Eltern und Geschwister, ach, wie gerne möchte ich euch noch einmal sehen. Ich habe doch so unendlich Heimweh nach euch. Wo ich gehe und stehe, seid ihr immer bei mir. Ach, Mutter und Vater, könnte ich eure liebe Gesichter sehen? Ach Mutter, meine liebe Mutter, vergiss mich nicht. Was macht mein lieber Vater? Und Geschwister? Ach, hab ich Heimweh. Aber macht euch keine Sorgen, es geht mir sehr gut. Ich bin noch gesund. Was macht meine liebe Schwester? Die soll mir einen Brief schreiben. Liebe Mutter, was macht mein Onkel Bock und seine Frau leider? Sind die auch noch gesund? Liebe Mutter und Vater, ich muss jetzt schließen. Ich küsse und hoffe innig, dass wir uns wiedersehen. Eure Berta Reinhardt. Für die Wörter Bock und leider ist es in unserer Sprache, Bock ist Hunger, und bei Leid, denke ich, das kann man verstehen, also das Leid, was da herrschte, hat sie in diesen Wörtern so an die Familie geschrieben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, meine Damen und Herren, hier mit dabei zu sein bei der Abschlusstagung, wo es um das Projekt geht, Vergessene und Verbotene Geschichten. Und ich freue mich auch, einen kleinen Beitrag aus meinem Buch, einer kleinen, für Sie extra zusammengefassten Lesung vortragen zu dürfen. Die Geschichte meiner Familie und hauptsächlich die Geschichte meines Vaters, die ich hier in dem Buch festgehalten habe. Oktober, Ende Oktober erscheint. Ich fange gleich an und ohne großen Einstieg, werde aber wegen der Zeit auch mal freisprechen und kurz weiter erzählen, weil es einfach ein bisschen Zeitersparnis bedeutet. Angefangen hat alles mit den Untersuchungen der von den Nationalsozialisten 1936 eingerichteten Rassenhygienischen Forschungsstelle in Berlin. Ihre Aufgabe war es, alle im Reichsgebiet lebenden Zigeuner zu erfassen. Mein Vater lebte mit seinen Eltern in Karlsruhe in der Waldhornstraße und besuchte die Schillerschule. Die Schule war in der Kapellenstraße, gerade mal einen Häuserblock von der Wohnung entfernt. Als jüngster Sohn sollte er einmal den Beruf seines Vaters Michael Weiß ergreifen, der ein bekannter Geigenbauer war.
Hermann, mein Vater, bekam damals Geigenunterricht von einem Geiger des Orchesters des Badischen Staatstheaters, der ein Kunde meines Großvaters war. An dessen Instrument, an seiner Geige, machte Großvater immer mal wieder kleinere oder größere Reparaturen. Im Gegenzug bekam mein Vater Unterricht von diesem Musiker. 1938 kamen die Rassenbiologen auch nach Karlsruhe, um sämtliche Karlsruher Sinti und Roma rassendiagnostisch zu erfassen. Die Erfassung diente dem Reichssicherheitshauptamt in Berlin dazu, später alle deutschen Sinti und Roma, es waren 30.000 deutsche Bürgerinnen und Bürger, in die Konzentrationslager zu deportieren. Die Forscher des Rassehygieneinstituts lieferten der SS mit ihren Gutachten, welche die Betroffenen als mehr oder weniger Rassereien den Juden gleichstellten und als Artfremde abstempelten, die Grundlage für die Verfolgung. Ihre Untersuchungsmethoden waren absurd und willkürlich. So wurde zum Beispiel mein Vater als Zigeunermischling mit mehr zigeunerischem Blutsanteil diagnostiziert, während sein 8 Jahre älterer Bruder mit angeblich weniger zigeunerischem Blutsanteil erfasst worden war. Ich werde die Tütelchen jetzt weglassen, weil das ist ein bisschen zu anstrengend, vielleicht für mich und auch für Sie. Also stellen sich diese immer mal vor bei den bestimmten Begriffen, die ich hier jetzt benenne. Auf einer sogenannten Messkartei wurden 24 Details allein im Kopfbereich aufgeführt. Die Augen, die Haarfarbe, ob die Augenbrauen schmal sind oder buschig, der Abstand der Augen, die Stirnbreite und die Höhe, die Nasenlänge, die Breite, ob konkav oder konvex, sogar die Nasenlöcher wurden vermessen. Dazu die Kopflänge, die Kopfform, Breite und auch der Rachen wurde erfasst. Bei meinem Vater wurde in der Rubrik Besonderes festgestellt, spielt Geige und erlernt Geigenbau. Vater und alle Verwandten wurden zusätzlich auch fotografiert, von vorn, von der Seite, sogar von oben. Wie Verbrecher wurden sie behandelt, mit Fingerabdrücken erkennungsdienstlich erfasst, auch die Kinder. Die pseudowissenschaftlichen Untersuchungen wurden in unserer Stadt im Reichsgesundheitsamt Karlsruhe zwangsweise durchgeführt. Wer einbestellt war, musste sich dort zum vorgegebenen Zeitpunkt einfinden. Wenn nicht kam, wurde polizeilich vorgeführt und verhaftet. Vater und seine Geschwister, 2 Brüder und 4 Schwestern wurden allesamt mit ihren Familien an demselben Tag rassendiagnostisch erfasst. Die Rassenforscher arbeiteten mit allen Behörden zusammen. Sogar die Kirchenämter gaben über ihre Eintragungen in den Kirchenbüchern bereitwillig Auskunft. Taufscheine der meist katholischen Sinti und Roma oder Auszüge aus den Geburtsregistern, auch Trauscheine und Todesmeldungen, dienten als Grundlage für die Erfassung. Meine väterliche und mütterliche Familie rund 500 Karlsruher Sinti und Roma waren betroffen. Die Gutachten entschieden am Ende über Leben und Tod. Die Mitarbeiter des Rassenhygieneinstituts und das Karlsruher Gesundheitsamt erstellten darüber hinaus auch die Stammbäume jeder Karlsruher Sinti- und Roma-Familie. Unser väterlicher Stammbaum geht bis ins 18. Jahrhundert zurück. Wenn ich unseren gesamten von den Nazis erstellten Familienstammbaum auslege, nimmt er meine gesamte Wohnzimmerlänge von 6 Metern in Anspruch. Schon 1935 war mit der Verabschiedung der Rassengesetze das normale Leben für jüdische und zigeunerische Menschen drastisch eingeschränkt worden. Die Nürnberger Gesetze, das Reichsbürgergesetz und das Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre verboten. Eheschließungen und außereheliche Beziehungen zwischen Deutschblütigen und Jüdinnen und Juden, aber auch Sinti und Roma. Meine beiden Onkel, Nikolaus und Peter, waren zu dieser Zeit jeweils in einer Beziehung mit einer arischen Frau. Ihre Liebe stand unter Strafe und wurde als Rassenschande verfolgt. Um 1939 wurde mein Vater aus der Schillerschule geworfen. Zigeunerkindern wollte man keinen Schulraum mehr zur Verfügung stellen. So hieß es auch für Hermann, raus aus der Schule. Im Mai 1940 war es dann soweit. Die erste familienweise Deportation
Massendeportation wurde auf Anordnung des Reichsführers SS Heinrich Himmler durchgeführt. Rund 2800 Zigeuner sollten verhaftet und in die Sammellager des Generalgouvernements Polen deportiert werden. In Karlsruhe geschah das damals am 16. Mai 1940. 200 Menschen, alle Karlsruher Bürger, darunter mein Vater, damals erst 15 Jahre alt. Die Hälfte seiner Geschwister, seine Eltern und seine Tanten und Onkel mit Familien, viele Freunde und deren Familien standen mit auf der Deportationsliste. 1940 hatte eigentlich keiner mehr eine Chance, den Nazis zu entkommen. Meine Mutter Johanna Reinhardt, damals 5 Jahre alt, stand ebenfalls mit ihrer Familie auf der Liste. Sie hatte noch einen kleinen Bruder, einen Säugling, der gestillt wurde. Nur Clara, eine von ihren 4 Schwestern, fehlte. Sie war im Gegensatz zu allen anderen Kindern noch im Schulunterricht, als ihre Familie abgeholt wurde. Mein Vater erzählt, dann sind wir alle in den Zug verladen worden, der schon auf uns an der Bahnstation wartete. Wir alle. Die Männer, die Frauen und die Kinder. Alle Familien. Das erste Mal war es ein Personenzug, in dem wir transportiert wurden. Dass etwas Schlimmes auf uns zukommen würde, war allen klar. Aber was? Das wusste keiner. Viele weinten. Es ging ab nach Polen. Ungefähr 3 Tage dauerte die Bahnfahrt, dann kamen wir in Polen an. Der Zug hielt an verschiedenen Orten. An den Haltestellen konnten wir sehen, dass man immer mehr von unseren Leuten zum Aussteigen drängte und prügelte. In der Stadt Mnichow in Polen wurden wir eingeteilt zur Arbeit. Manche der Gefangenen mussten mit Schaufeln und Pickeln arbeiten. Den Kindern gaben sie Hammer in die Hand. Die mussten Steine zweischlagen und sie mit dem Hammer kleiner machen. Die wurden dann für den Straßenbau eingesetzt. Wir mussten großen Hunger leiden. Annähernd 30 Personen, darunter Vaters Eltern, seine Schwestern mit ihren Familien, Tanten und Onkels mit ihren Familien, waren in dieser Scheune im Ghetto von Mnichow untergebracht. Davon waren fast ein Drittel Kinder gewesen. Die Kinder von Tante Henriette, der Schwester meines Vaters, der 6-jährige Theodor und seine 5-jährige Schwester Melita waren auch dabei. Aus ihren Erinnerungen haben sie mir erzählt, als wir in Polen ankamen, so Theo, das weiß ich noch ganz genau, das war der 24. Mai. An dem Tag hatte ich Geburtstag, da wurde ich 6 Jahre alt. Unser Purotata, der Großvater heißt das, hatte mir einige Tage bevor wir verschleppt wurden einen Teddybären und eine Lokomotive geschenkt. Das weiß ich noch wie heute. Beide Geschenke musste ich zurücklassen. Mutter meinte nämlich, dass ich meine Spielsachen ja wieder haben könnte, wenn wir zurückkehren. Aber wann das wohl sein sollte? In Polen mussten wir arbeiten. Arbeiten wie die Erwachsenen. Große Steine entzweischlagen. Kleiner machen für den Straßenbau. Ob es in Strömen regnete, ob es schneite, ob es kalt war oder es war heißer Sommer, das kümmerte die Wachmannschaft nicht. Sie trieben uns nur immer weiter an. An einem Tag, es war sehr kalt im Winter, war es, da wurde ich von einem SS-Mann geschlagen. Weil mir der Hammer immer wieder aus der Hand fiel, denn es war eisiges Wetter und der SS-Mann meinte, dass ich das mit Absicht mache. Mit seinem Stiefel verpasste er mir einen Tritt in den Rücken, dass ich vornüberfiel. Ich traute mich nicht, den SS-Mann anzuschauen beim Wiederaufstehen. Der ging einfach weiter und ich merkte, dass ich eine blutende Wunde am Rücken hatte. Die Narbe habe ich heute noch. Das geht nicht mehr weg. Ich möchte jetzt ein bisschen frei reden, weil sonst wird es wirklich zu lange dauern. Vater wurde von seiner Familie dann getrennt in Mnichow in dem Ghetto, weil er sich als ein Aufseher, meinen Großvater, schlagen wollte, der schon sehr gesundheitlich angeschlagen war, sich vor dem Vater stellte
Und das war dann Widerstand leisten, hat der Aufseher meinen Vater beiseite genommen und gemeint, er würde jetzt verhaftet werden, er komme von seiner Familie weg. Und tatsächlich wurde er mitgenommen und seine Eltern blieben zurück mit den anderen Verwandten und die Eltern wussten erstmal nicht, wohin Hermann kam. Mein Vater wurde dann nach Krakau verbracht von den Nazis, in das berühmt-berüchtigte Gefängnis Monte Lupich in Krakau. Und dort blieb er einige Monate, ich glaube 2,5 Monate, und dann kam er auf Transport, wurde nach Puskow verbracht, auf einem Truppenübungsplatz der Nazis, also der SS. Dort musste er schwere Zwangsarbeit verrichten. Vater wurde dann erneut auf Transport geschickt und in dem Zug, einem Viehwaggon, wurde er mit anderen Häftlingen transportiert und er meinte, es wäre eine lange Zeit gewesen, bis sie dort ankamen. Der Zug fuhr sehr langsam und dann erreichten sie ihr Ziel. Durch die Ritzen des Waggons schaute er durch. Er hörte Stimmen. Sie wurden nicht ausgeladen. Vater war erstaunt, auch die anderen Häftlinge mit ihm im Waggon. Und auf einmal hörte er eine Sprache, die er kannte. Es war seine eigene Sprache, das Romanes, das wir auch zu Hause sprechen. Er war in einem Lager angekommen. Aber wo war das hier nun? Warum werden sie nicht ausgeladen, meinte er. Er pfiff durch die Zähne und wollte die Leute damit aufmerksam machen, die da draußen arbeiteten, die da draußen dann auch miteinander redeten. Und er verstand so einige Wortfetzen. Die anderen Häftlinge im Waggon baten ihn dringlich, dass er aufhören solle, darüber zu pfeifen, denn sonst käme die SS und würden sie vielleicht alle umbringen. Nach 2 Stunden später setzte sich der Zug wieder in Bewegung. Sie fuhren wieder aus dem Lagerhaus. Später erfuhr Vater, dass es Auschwitz-Birkenau war, das sogenannte Zigeunerlager. Es war so überfüllt, dass man diesen Zug eben nicht hat ausladen können, denn es war, wie gesagt, überfüllt und Vater wurde erneut wieder auf Transport geschickt. Und Auschwitz war wohl jetzt noch nicht seine Station. Die Fahrt ging noch ein bisschen länger diesmal und als sie ausgeladen wurden, sagte einer der Mithäftlinge, das ist Deutschland. Es war Sachsenhausen, hier bei Berlin, das Konzentrationslager. Dort musste mein Vater auch schwere Zwangsarbeit verrichten, für die Heinkelwerke, das war die Rüstungsindustrie, aber auch für Siemens musste er arbeiten, schwere Arbeiten verrichten. Er war damals ein junger Mann, wie gesagt, mit 15 Jahren wurde er deportiert, getrennt von seinen Eltern, in verschiedene Konzentrationslager verbracht, Puskow, dann jetzt Sachsenhausen. Und in Sachsenhausen, es war schon die Zeit, als die Rote Armee von der Ostfront näher rückte, wurde mein Vater in die sogenannte Einheit Dirlewanger verbracht. Das hieß, er musste eine deutsche Uniform anziehen, ohne dass er vorher überhaupt Soldat gewesen war, musste er an die vorderste Front gegen die heranrückende Rote Armee kämpfen. Vater wollte gar nicht kämpfen. Jeder der 170 Soldaten, er darunter, bekam 2 Eierhandgranaten. Man hörte schon die Artillerie. Die Russen kamen immer näher. Und die Bewacher im Rücken, die Deutsche, die SS, mit dem Gewehr im Anschlag, mit dem Gewehr im Rücken, trieben die 170 Dirlewanger, vermeintliche Soldaten, direkt in die Feuerläufe der Russen. Vater wollte gleich überlaufen, es gelang ihm aber nicht. Denn wenn er losgerannt wäre, hätte man ihn links, also von hinten erschossen. Irgendwann verschwanden die Bewacher, die deutschen Bewacher, neben ihnen her, als sie Richtung Rote Armee liefen, die 170 Männer, fuhren auf einmal plötzlich offene Lastwagen,
die dann die Bewacher aufnahmen, die deutschen Bewacher. Und sie machten Kehrt und fuhren davon. Vater wollte noch aufspringen auf einen dieser offenen Lastwagen, hielt sich an der Klappe hinten fest. Keiner hat ihnen aber geholfen, reinzukommen. Im Gegenteil, sie wollten nur weg und kümmerten sich nicht die SS und die Soldaten. Und Vaters Füße hielten nicht mehr stand dem schnellen Fahren des Fahrzeugs und er fiel hin. Er dachte, jetzt ist alles vorbei. Er wird seine Familie, seine Eltern nie mehr wiedersehen. Auf einmal hörte er ein Pfeifen, ein Zischen. Es schien ihm, als würde gerade eine Rakete an seinen Ohren vorbeiflitzen. Und dann im nächsten Moment krachte es schon. Der letzte Wagen, der letzte LKW, der offene, an dem mein Vater sich noch eben festgehalten hatte, der explodierte. Von den Männern, die da drauf waren, war fast keine Spur mehr zu sehen. Vater sah den Rauchwolken nach und dann plötzlich hörte er, wie die Russen dann vor ihm standen. Dabei, dabei, njet, njet, haben sie gerufen, als mein Vater sich zu erkennen geben wollte. Ich bin kein Feind, ich habe nur die deutsche Uniform an, aber die Russen verstanden doch kein Deutsch und er kein Russisch. So wurde er gefangen genommen als vermeintlicher deutscher Soldat. Wurde an die ukrainische Grenze nach Charkow mitgenommen von der Roten Armee und dort in Kriegsgefangenschaft verbracht. Seine Eltern währenddessen, der Krieg war jetzt zu Ende, gingen wieder zurück in ihre Heimat. Zwei Schwestern, erwachsene Schwestern mit ihren Kindern und ihren Ehemännern, die wurden ermordet. Die eine Schwester mit den Kindern und ihrer Familie in Auschwitz-Birkenau in der Gaskammer getötet und die andere Schwester mit ihrer Familie und den zwei Kindern in Radom, in der polnischen Stadt Radom, im Ghetto, wo dort einige hundert Menschen umgebracht worden sind bei einer Erschießungsaktion, wo vorher alle betroffenen Häftlinge ihre Gräber selber haben aufziehen müssen. Der Bruder meines Vaters, Onkel Peter, kam nach Neuengamme, kam nach Sachsenhausen und dort wurde er auch umgebracht. Vater war in der russischen Kriegsgefangenschaft jetzt, so hat er mir erzählt, nicht mehr jeden Tag. Er musste nicht jeden Tag mit der Angst leben, dass er ermordet wird, wie in den deutschen SS-Lagern. Die Russen waren zwar sehr strenge Menschen, meinte er, sie mussten auch Zwangsarbeit dort leisten, aber er wurde nie geschlagen. Er hat auch den Wärtern und den Offizieren nie Widerstand geleistet und hat immer versucht, sich ruhig zu verhalten. Er wurde mit anderen deutschen Soldaten in eine Gefängnisbaracke verbracht für Kriegsgefangene, deutsche Kriegsgefangene. Und sie mieden ihn. Er war ja immer noch der missliebige Mensch, der Untermensch, nämlich für sie, der Zigeuner. Aber er verhielt sich einfach sehr ruhig und machte immer nur das, was ihm halt gesagt wurde. Mein Vater schrieb mehrere Briefe, auch aus dem Konzentrationslager Sachsenhausen. Einige habe ich und auch im Buch habe ich welche mit veröffentlicht. Ich möchte sie jetzt nicht vorlesen, es würde die Zeit einfach sprengen. Es gibt ja die Möglichkeit, auch später das Buch sich noch anzuschauen, ein bisschen Werbung zu machen für mein noch zu erscheinendes Buch. Vater hatte vieles erlebt, auch in russischer Kriegsgefangenschaft. Nach einiger Zeit, nun schon 2 oder 3 Jahre später, sprach er dann fast fließend Russisch. Dort konnte er das, was er schon in seinen jungen Jahren als Teenager bei seinem Großvater gelernt hat, nämlich Geigenbau. Er war noch etwas ungeübt, aber dennoch war er so gut, dass eines Tages ein Oberst Wladimir
ihm ein Cello gebracht hat, das sehr reparaturbedürftig war, und das hat er wieder bespielbar repariert, und das brachte meinem Vater ein, dass er eine extra Ration Essen bekam. Es waren kalte Winter, die er durchmachen musste, und einmal bekam er dann sogar eine schwere Lungenentzündung, an der er fast gestorben wäre. Und in dieser Zeit, es war ein Lazarett, ein jüdischer Arzt, Dr. Konstantin. Und Dr. Konstantin versuchte, meinen Vater so gut wie es ging zu schützen. Er hatte an ihm einen, wie man so schön in Deutsch sagt, Nagel gefressen. Er war auch selber ein Musiker gewesen, spielte auch Geige und unterhielt sich mit meinem Vater sehr oft über die Musik. Und er hat meinen Vater dann auch in die Proviantbeschaffung eingeschleust. So hatte er nicht ganz so schwer zu arbeiten. Und dieser jüdische Lagerarzt, Dr. Konstantin, ging dann später zur NKDW, das war die geheime Staatspolizei, die russische, und hat versucht, in dieser Baracke, auf diesem Gelände, dann mit den zuständigen Leuten zu sprechen, dass es ein Versehen sei, dass Hermann Weiß, den die russischen Soldaten und auch Dr. Konstantin Tovarisch Weiß nannten, also Tovarisch, wissen Sie, das heißt Genosse, und und Dr. Konstantin klärte das dann alles auf. Es ging dann natürlich einige Zeit, es war kurz vor Weihnachten, da hieß es, da musste er unterschreiben, ein Entlassungsgesuch der Russen, und musste in die NKDW-Baracke, und er erfuhr dann, dass noch einige Papiere fehlten, die das alles sozusagen beweisen, dass er tatsächlich selber ein Opfer der Nazis gewesen ist, und so war er guter Hoffnung. Kurz vor Weihnachten war es, Vater erzählte mir so, die Russen feiern ja Weihnachten, man weiß nicht an den üblichen Christtagen, wie wir sie kennen an Weihnachten, aber am 24. Dezember, da war es in seiner Baracke, in der Kriegsgefangenenbaracke, wo alles deutsche Männer auf den Pritschen schliefen, mit ihm zusammen, dem Untermenschen, dem gemeinen Zigeuner, da waren sie ganz friedvoll. Und erinnerten sich an früher, an die gute Zeit, bevor ein gewisser Adolf an die Macht gekommen ist. Wie schön es doch gewesen sein, meinten sie. Für mich ist es so eindringlich, deswegen möchte ich das ganz kurz erzählen. An diesem heiligen Abend erzählten sie sich von früher, erzählten von den Geschenken, von den Liedern, die sie gesungen haben. Wäre bloß nicht dieser Adolf gewesen. Ganz besinnlich war die Stimmung. Dann war alles ganz ruhig. Und plötzlich stand einer auf, der deutschen Soldaten, und fing an zu singen, Stille Nacht, Heilige Nacht. Ein paar Tage später musste mein Vater wieder in die NKDW-Baracke, und er bekam ein Schreiben, das waren seine Entlassungspapiere. Tatsächlich wurde alles aufgeklärt. Er war nur ein vermeintlicher Soldat. Er war ein Zyganski, wie die Russen gesagt haben, den sie unbedingt freilassen müssen. Dennoch, die bürokratischen Mühlen malten auch damals und auch in Russland lange. Es wurde dann fast Sommer, bis Vater entlassen wurde. Es war Sommer. Es war der 2. August 1948. Vater kam auf Transport. Sein letzter Weg, sein längster Weg, den er überhaupt in seinem ganzen Leben gemacht hat. Ja. Mit den Zügen fuhr Vater von einem Standort zum anderen. Und dann kam er endlich in Karlsruhe an. Am Hauptbahnhof sah er sich um in Karlsruhe. Er hatte eine Armeejacke an, einen kleinen Beutel, den er so unterm Arm hielt. Und da sah er ein Pferdetaxi. Eins der letzten Pferdetaxis in Karlsruhe.
Er ging zu dem Kutscher und fragte ihn, ob er ihn zu dieser Adresse bringen könnte. Untere Wiesen 3 im Stadtteil Bayertheim. Sie vereinbarten einen Preis und mein Vater stieg ein. Auf der Fahrt, der Kutscher fragte meinen Vater neugierig, warum hast du eine, er hat ihn geduzt, warum Kamerad, hast du eine Armeejacke an? Die war ganz zerschlissen, die Armeejacke aber doch noch erkennbar. Und Vater fing zum ersten Mal an, seine Geschichte zu erzählen, dass er 8 Jahre insgesamt im KZ und in der Kriegsgefangenschaft war, als vermeintlicher deutscher Soldat. Der Kutscher fuhr so langsam, weil er die Geschichte hören wollte. Und dann kam sie doch an den Zielort. Und als Vater ihm die vereinbarte Summe geben wollte, bezahlen wollte, da sagte der Kutscher, lass nur stecken, Kamerad. Du bist mein Bruder. Ich bin Jude und von einem Bruder nehme ich kein Geld. Dankeschön. Vielen Dank, Ilona Lagrene und Anita Obosusi, dass Sie heute hier sein konnten, dass Sie bereit waren, zu uns zu sprechen und Ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben. Wir haben beide, beziehungsweise Isidora Randjelovic, die heute Abend auch auf dem Podium sprechen wird, und Melanie Joschler-Weiß hat Frau Lagrene und Frau Obosusi interviewt. Und das Interview ist noch nicht geschnitten, wird aber demnächst auf der Webseite zu sehen sein, zu ihrer politischen Arbeit, zu ihrem Weg in die Bürgerrechtsarbeit, zu ihrem Engagement um das Denk- und Mahnmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas zu errichten. Ein bisschen was zu ihrer persönlichen Geschichte wird auch dabei sein. Die Texte sind allerdings schon auf der Seite, die seit heute online ist. Wir sind sehr froh, dass wir mit Barbara Mugado und Felix Riedel 2 tolle Webdesignerinnen und Programmiererinnen gefunden haben, um diese Seite neu zu gestalten und zu programmieren. Und Nicola Loré Alzamaray, die auch heute Nachmittag in einem Panel sein wird, hat das Lektorat für alle Texte erledigt. Wir gehen jetzt in die Pause. Wenn Sie mögen, können Sie auf Ihrem Smartphone, wenn Sie eins haben, sich die Seite anschauen. Es ist ein responsive Design, sodass Sie mit jeder Größe eines Endgeräts die Seite sich anschauen können. Ansonsten sind da hinten Getränke und ein paar kleine Knabbereien, glaube ich. Denken Sie bitte daran, wenn Sie nachher eine Simultanübersetzung wünschen, sich ein Mikrofon vorne an der Anmeldung zu holen. Und wir machen um 11.30 Uhr weiter mit dem Vortrag von Michael Rothberg zu multidirektionaler Erinnerung. Vielen Dank an Sie beide nochmal. Dear guests, ladies and gentlemen, I hope you're enjoying our conference so far and feel well prepared to continue with an interesting and inspiring talk. My name is Serpi Polat, and I'd like to welcome you back to our conference, Sides of Memory, Lost and Entangled Narratives, which we are happy to host together with the Alice Salomon Hochschule Berlin. Our cooperation with the project is part of the Academy Programs on Migration and Diversity of the B. Michael Blumenthal Academy of the Jewish Museum, Berlin. The Academy programs aim to offer a space for the perspectives of religious, ethnic, and other minorities. We try to support the active role of minority group members in their struggles for equality, recognition, and participation. For societal participation, seeing your own history and yourself
represented in the collective memory and the public's historical consciousness, plays a significant role. For this, we advocate for an inclusive common narrative for the history of Germany and, moreover, for belonging to Germany. Hence, our collaboration with the project Sides of Memory contributes particularly to our work in the area of diversity, migration history, and memory. I feel very honored to welcome Professor Michael Rothberg from the University of California today, who will present his concept of multidirectional memory, a concept that challenges a competitive and exclusive approach to collective memory and promotes the idea of the entanglement of different histories. It is truly a pleasure to have you here today. Allow me now to introduce you to our audience. Professor Michael Rothberg is 1939 Society Samuel Goetz Chair in Holocaust Studies and Professor of English and Comparative Literature at the University of California, Los Angeles. He works in the fields of Holocaust studies, trauma and memory studies, critical theory and cultural studies, post-colonial studies, and contemporary literatures. From 2001 to 2006, he taught at the University of Illinois at Urbana-Champaign, where he chaired the Department of English and directed the Unit for Criticism and Interpretive Theory and the Initiative in Holocaust, Genocide, and Memory Studies. His work has been published in several journals, such as American Literary History, Cultural Critique, and History and Memory, to name just a few, and has been translated into French, German, Hungarian, Polish, and Spanish. His latest book, Multidirectional Memory, Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization from 2009, is published by Stanford University Press and forthcoming in French and Polish translation. He is also the author of Traumatic Realism, The Demands of Holocaust Representation, and has co-edited four journal special issues, such as Between Subalternity and Indigeneity, Critical Categories for Postcolonial Studies. Together with Jasmin Yildiz, who is also here today, he won the 2011 to 2012 ACLS Collaborative Research Fellowship for a co-authored book on immigration and Holocaust memory in contemporary Germany. Another book, The Implicated Subject Beyond Victims and Perpetrators, is under contract with Stanford University Press. I am also happy to announce that Professor Michael Rothberg will be in Berlin for the next couple of months for his research on his new book. So now, I wish us all a stimulating talk and leave the floor to Michael Rothberg with his keynote, Multidirectional Memory, Entangled Narratives, Implicated Subjects. Thank you so much for that very kind introduction, Sergio Pola. It's really a great honor for me to be here, to be, first of all, in the Jewish Museum Berlin, but also to be here in the context of this amazing project on sites of memory that we have heard about this morning. And so I'm really grateful to Dr. Iman Atiya and her team for providing this space where I can also join you. I'm grateful to the organizers of the conference, of course, everyone who has contributed in various ways, technically and otherwise. And I wanted to say a special thanks to Frau Lagrena and Frau Avozuzi, who gave us those very powerful, very difficult testimonies this morning. It was very moving, and I wanted in particular to thank them. My talk today is not going to be about sites of memory in Berlin particularly, though there will be a reference to Berlin. I think that's what the project is already doing. You don't need me to tell you about Berlin, I'm pretty sure. But instead, I was asked to be here to provide a kind of framework for how to think about lost and entangled narratives and memories. And so that's what I will try to do today. Apologies that I have to speak in English. Okay, in 1949, the African-American scholar and activist W.E.B. Du Bois
traveled to Poland, where he witnessed firsthand the rubble left behind by the Nazi occupation and war. Observing the remains of the Warsaw Ghetto, site of the heroic and desperate 1943 revolt of Jews condemned to die in the Treblinka death camp, Du Bois reflected on matters of race, identity, and resistance. He later wrote about this visit in The Negro and the Warsaw Ghetto, an essay published in 1952 in the magazine Jewish Life. In the Jewish Life article, Du Bois recounts earlier visits to Poland in the late 19th century and pre-war 20th century, and discusses how they helped him to become aware of the Jewish problem of the modern world. Turning to his most recent visit to Warsaw, Du Bois then remarks on the novelty of the Nazi assault, the complete destruction it left in its wake, and the efforts of the Polish people to reconstruct their city. He focuses particularly on the fate of the Jews of the ghetto and mentions visiting the recently unveiled Warsaw Ghetto Uprising Monument. He concludes by asserting that this visit led him to revisit and reassess his declaration of 1900 that the problem of the 20th century is the problem of the color line. I begin by invoking Du Bois' visit to Warsaw for several reasons, all of which I will return to in the course of my lecture. First of all, the essay, The Negro and the Warsaw Ghetto, focuses our attention on the importance of sites of memory in considerations of race, racism, and minority life, and thus helps us reflect on the subject of our conference. Second, on a more personal note, the essay served as the initial inspiration for my concept of multidirectional memory, a concept I want to introduce to you today. Third and relatedly, Du Bois's essay leads us to examine an ongoing tradition of remembering one particular multidirectional nexus of memory, the Warsaw Ghetto and the Warsaw Ghetto Monument, in contexts that bring the Nazi genocide of European Jews together with histories of colonialism, slavery, racism, and occupation. In contemporary Germany, the exploration of such a nexus has a particular importance. For good reasons that I do not need to rehearse here, the Holocaust has occupied a central place in German memory politics in recent decades, and after a long struggle, has become a crucial point of reference for official German national identity. Yet, the centrality of the Holocaust also comes with risks. A tendency to sacralize the Holocaust as a unique, incomparable event not only threatens to overshadow other histories of violence, racism, and marginalization in Germany and beyond, it also distorts the significance of the Holocaust itself by removing it from the relevant historical contexts we need to understand if we want to understand the genocide of the Jews. Some of those contexts precede the Holocaust, such as the genocide of the Herero and Nama or the Armenians. Some contexts are contemporary to it, such as the persecution of other minorities and social or national groups by the Nazis, including Roma and Sinti, and those considered handicapped. And some contexts are artifacts of the post-Holocaust world, such as the persistence of race thinking and racism in the post-war German states. If Du Bois helps us to conceptualize the interwoven nature of these histories and to dispense with an overinvestment in the uniqueness of one's own history and experience, he also helps us to avoid a contrasting risk, a tendency to flatten out differences between events and to equate distinct histories. To say that we need to understand genocide in colonial contexts or the Nazi genocide of Sinti and Roma if we want to fully understand the Holocaust is not to say that all of these genocides are identical. Rather, such a comparative approach points to the need for a differentiated historical understanding that can hold together similarity and difference without either collapsing everything into one single catastrophe or exaggerating differences into a version of intellectual segregation. I developed the theory of multidirectional memory as an attempt to illustrate how the dynamics of remembrance offer opportunities to grasp the past and its relation to the present in such a differentiated way.
The figure of Du Bois in Warsaw can be the starting point for thinking about how different histories of violence and marginalization are interwoven with each other. But the tradition of comparative Warsaw ghetto memory in which Du Bois takes part also leads us to consider more ambivalent positionings in which minorities are themselves implicated in such histories. To address these complexities, I want to take one more step in today's lecture and introduce my current thinking about what I call implicated subjects. Subjects who are neither victims nor perpetrators, but who participate in or inherit histories of violence in indirect ways. Here I will discuss an artwork that was part of an exhibit here at the Jewish Museum Berlin. Annie and Sibel Öztürk's installation, Das Leben, das Universum und der ganze Rest, evokes one particular configuration of Warsaw ghetto memory and explores an implicated form of historical responsibility that migrants and minorities share with others of their generation. Our conference and the research project that inspired it are organized around the concept of sites of memory, in German Orte der Erinnerung. This is a productive framework in which to think about lost and entangled narratives. At the same time, it is worth keeping in mind the origins of the framework and the limits of its initial formulation. The notion of sites of memory was first conceptualized by the French historian Pierre Nora, who created a large, multi-volume collection that surveyed French lieux de mémoire. Nora draws our attention to the way the past finds articulation in a wide variety of sites, considered broadly to include not only monuments and museums, but also novels, cities, famous people, real and fictional, and symbols and more. Nora distinguished these lieux de mémoire, which tend to be sites of national memory, from milieux de mémoire, settings in which memory is a real part of everyday experience, and thus tend to be local or regional. For Nora, the state's investment in sites of memory is a sign that real memories, i.e. local milieux de mémoire, are disappearing. In a famous sentence from the opening of his introduction to the Lieu de Mémoire project, Nora writes, "Memory is constantly on our lips because it no longer exists." History, Nora believed, was accelerating, and modernity was leaving behind the largely rural milieu in which authentic collective memory persisted in oral transmission and shared bodily habits. Ironically, Nora's pessimistic assessment of the fate of memory in the modern world galvanized the new field of memory studies and inspired invitations across Europe as scholars in Italy, the Netherlands, Spain, Germany, and elsewhere surveyed their own national sites of memory. There is good reason for this productive quality of Nora's work. In the memory scholar Anne Rigney's account, Nora's concept of sites of memory allows us to see how memories tend to converge and to coalesce in actual and virtual locations. It is thus a suggestive way of understanding how societies transmit the past and the present, and it provides scholars with a ready vocabulary and methodology for studying such transmission. As Rigney points out, Nora describes sites of memory as providing, quote, a maximum amount of meaning in a minimum number of signs. By reflecting on this combination of a maximum of meaning in a minimum number of sites, we can see how the advantages of Nora's theory also bring with them important disadvantages. Following Rigney, I want to emphasize that sites of memory have two sides to them. They are places that are being constantly reinvested with new meaning, and they simultaneously help keep in place a limited canon of privileged national narratives. To put it in other terms, sites of memory help keep alive the dominant narrative of the nation at a moment when modernity is overtaking tradition and a proliferation of diversity seems to threaten the coherence of society. It would be impossible to overstate the significance of Nora's project, yet along with imitators, Nora's work has also inspired much deserved criticism. Many critics, for instance, reject Nora's stark binary opposition between history and memory, and between real milieu de mémoire and inauthentic lieu de mémoire. Even more relevant for our interest here in lost and entangled narratives, much of the criticism has to do with what I have called the double-sidedness of Nora's concept.
That is, with the fact that sites of memory are both locations of multiple meanings and limited by an investment in the canons of national memory. Notwithstanding Nora's avowed interest in a polyphonic approach to memory, his project ultimately puts forward a very limited conception of the nation that leaves out its imperial crimes in Algeria, Vietnam, and elsewhere, and many of its minority narratives of immigrants, of people of color. The concept of sites of memory thus represents a useful framework for approaching cultural memory, but it comes with built-in limits and a tendency to reproduce restricted and hegemonic notions of national memory. I'm not sure whether such limitations are intrinsic to Nora's concept or merely accidental, but I would note that the three-volume collection on German sites of memory, edited by Etienne François and Hagen Schulze, repeats many of the same kinds of exclusions. The project that brings us together is obviously meant as a correction to this more limited vision of what is German, and it is a commitment that I share. In my estimation, such a correction must self-consciously break with some of the assumptions behind Nora's concept of lieu de mémoire. One key assumption has to do with how we think of the subjects of remembrance. Nora's concept derives in part from the early 20th century sociologist Maurice Halbwachs' contention that there are as many memories as there are groups, but that each group possesses a coherent language of remembrance. Such a methodological starting point leads to the result that the heterogeneity of les France is replaced by an implicitly restricted notion of a homogenized France, stripped of its colonies and the ongoing legacies of colonialism. For those of us interested in the memories of minorities, migrants, militants, and others whose narratives do not fit easily into the national story, a different account of memory is necessary, one that breaks with Halbwachs's and Nora's assumptions about what constitutes a community of remembrance and a shared memorial tradition. The term multidirectional memory was coined as a way of conceptualizing what happens when different histories of extreme violence confront each other in the public sphere. While acknowledging the struggles and contestations that accompany public articulations of memory, the theory of multidirectional memory seeks an explanation of the dynamics of remembrance that does not simply reproduce the terms of partisan groups involved in those struggles. In developing this theory, I focus on exemplary sites of tension involving remembrance of the Nazi genocide of European Jews in relation to slavery, colonialism, and decolonization. In the book, I offer a new framework for thinking about memory contestation via three core arguments. First, I argue against what I call competitive memory, an understanding that is based on the logic of the zero-sum game and has dominated many popular and scholarly approaches to public remembrance. According to this understanding, memories crowd each other out of the public sphere. For example, too much emphasis on the Holocaust is said to marginalize other traumas, where inversely, adoption of Holocaust rhetoric to speak of those other traumas is said to relativize or even deny the Holocaust's uniqueness. In contrast, I suggest, memory works productively through negotiation, cross-referencing, and borrowing. Memory conflict and competition certainly exist, yet their result is not less memory, but more, even of subordinated memory traditions. In illustrating this non-zero-sum logic, I take a second step already implied by an understanding of memory as productive. I argue that collective memories emerge dialogically and that many seemingly distinct histories are not easily separable from each other. For example, in my book, I show both that memory of the Holocaust has served as a vehicle through which other histories of suffering have been articulated, and that the emergence of Holocaust memory itself was from the start inflected by histories of slavery, colonialism, and decolonization that at first glance might seem to have little to do with it. There is an archive of multidirectional memory that stretches from early articulations by Aimé Césaire, Hannah Arendt, and Du Bois to more contemporary figures such as Carol Phillips, Leila Sebar, and Michael Haneke. Finally, the theory of multidirectional memory raises questions about the taken-for-granted link between collective memory and group identity that has been at the core of memory studies.
The direct link that seems to bind, for example, Jewish memory and Jewish identity, and to differentiate them clearly from African-American memory and African-American identity. As my book reveals, however, memory of the Holocaust is not simply a form of Jewish memory, just as memory of slavery or colonialism is not limited to the victims or descendants of slavery and colonialism. By making visible an intellectual and artistic counter-tradition that refuses the dominant zero-sum game and links memories of Nazi genocide, colonialism, and slavery, I reveal how the public articulation of collective memory by marginalized and oppositional social groups provides resources for other groups to articulate their own claims for recognition and justice. Acts of remembrance have significant effects on identity, of course. However, multidirectional memory demonstrates that the borders of memory and identity are not smooth, but rather jagged. Groups do not simply articulate established positions, but come into being through dialogical acts of remembrance that take place on a shared but uneven terrain. The shared terrain of multidirectional memory creates possibilities for unexpected forms of solidarity, but it offers no guarantees. While we are adept at deconstructing dominant memories to reveal the unacknowledged centrality of minority memories to the construction of the nation, we also have to pay attention to the constructedness of those minority memories. They too come into being in relation to otherness, the otherness of both dominant and divergent marginalized memories. My argument is that public memory is structurally multidirectional, that is, always marked by transcultural borrowing, exchange, and adaptation. But that does not mean that the politics of multidirectional memory is always progressive, multicultural, or anti-colonial. Indeed, given the ubiquity of Nazi and Holocaust references and analogies in contemporary public spheres on a global scale, it is clear that the articulation of almost any political position may come in multidirectional form. In response to the high stakes of proliferating memory discourses, it becomes imperative to develop an ethics of comparison that can distinguish politically productive forms of memory from those that lead to competition, appropriation, or trivialization. In surveying forms of Warsaw Ghetto memory, I propose a four-part distinction. And this is work I've been doing since the book was published. A four-part distinction in which multidirectional memories are located at the intersection of an axis of comparison, defined by a continuum stretching from equation to differentiation, and an axis of political affect, defined by a continuum stretching from solidarity to competition. And I'll try to illustrate that in this next section. The Warsaw Ghetto has always been a resonant symbol in public discourse and a multidirectional knot of memory. Here I focus selectively on only one, albeit long-standing, strand of Warsaw memory, one that puts it into dialogue with problems of race and colonization. I begin this section by returning to Du Bois's engagement with Warsaw. 3 years after his 1949 visit, at a moment when there was as yet no single English word to refer to what we call today the Holocaust, Du Bois reflected on the significance of the Jewish experience during World War II for the global problem of race. The result of this visit, he wrote, and particularly of my view of the Warsaw Ghetto and of Nathan Rappaport's Warsaw Ghetto Uprising sculpture, a monument rather, was not so much a clearer understanding of the Jewish problem in the world as it was a real and more complete understanding of the Negro problem. In the first place, the problem of slavery, emancipation, and caste in the United States was no longer in my mind a separate and unique thing as I had so long conceived it. It was not even solely a matter of color and physical and racial characteristics, which was particularly a hard thing for me to learn, since for a lifetime the color line had been a real and efficient cause of misery. The race problem in which I was interested cut across lines of color and physique and belief and status. It was a matter of cultural patterns, perverted teaching, and human hate and prejudice, which reached all sorts of people and caused endless evil to all men. What is notable in Du Bois's essay is both the solidarity he expresses with Jewish history and his very prescient grasp of the relationality of different histories of racial violence. Moving beyond a conception of his own experience as a separate and unique thing,
Du Bois comes to an understanding of race that is instead multidirectional. He draws on the material traces of the Nazi genocide in order to rethink his understanding of the African-American past and present. Du Bois' interpretation of the larger significance of the Warsaw Ghetto derives in turn from the very experience and memory of racism that he is reconceptualizing in this article. As he continues, I have seen something of human upheaval in the world. The screams and shots of a race riot in Atlanta, the marching of the Ku Klux Klan, the threat of courts and police, the neglect and destruction of human habitation. But nothing in my wildest imagination was equal to what I saw in Warsaw in 1949. Du Bois's post-Warsaw vision brings Black and Jewish histories into relation without erasing their differences or fetishizing their uniqueness. Proximate pasts are neither separate and unique nor equal. Rather, a form of modified double consciousness arises capable of conjoining them in an open-ended assemblage. About a decade after Du Bois published The Negro and the Warsaw Ghetto, the French writer Marguerite Duras also took inspiration from the ghetto to put forward a vision of solidarity against a backdrop of difference. In Les Deux Ghettos, a 1961 interview-based article for the New Left newsweekly France Observateur, Duras brought together a survivor of Warsaw and a pair of Algerian workers and asked them questions about their experience of racialized violence. Les Deux Ghettos was published in the wake of the October 17, 1961 massacre when the Paris police murdered dozens of Algerians who were peacefully protesting against a racist curfew during the late stages of the Algerian War of Independence. While the title of Duras's piece seems to suggest an equation between the ghettos that held Jews during World War II and those that held Algerians at a late stage of colonialism, an impression reinforced by the parallel images that accompany the article of an Algerian worker and a Jew bearing a yellow star, the actual answers provided by Duras's interviewees suggest as many asymmetries as similarities. Like The Negro and the Warsaw Ghetto, Duras's text demonstrates a multidirectional sensibility, a tendency to see history as relational and as woven from similar but not identical fabrics. The examples of Du Bois and Duras, which come from two moments when the meanings of Nazi Jewish policies had not yet solidified into the current widely held understanding of the Holocaust as a separate and unique thing, help us begin understanding the different forms that multidirectional memory can take. While Duras' article and many of the other invocations of the Holocaust in the context of the Algerian War look at first like forms of solidarity based on an equation of histories, they frequently join Du Bois in a vision of solidarity constructed through differentiated similitude. I didn't get to talk about the pre-war Du Bois, but here I'm trying to place different articulations of memory in this kind of quadrant. Here, Du Bois and Duras both exhibiting a form of multidirectional memory that brings together solidarity against a backdrop of differentiation. These examples provide us with the opportunity to observe a now almost forgotten understanding of the Shoah, in which its specificity was grasped at the same time that its potential links to other histories of racism were also in view. Other versions of multidirectional Warsaw memory are even more frequent. The combination of equation and solidarity, for instance, often corresponds to a form of liberal universalism with multicultural accents. Such a combination can be found, for instance, in the French writer André Schwartz-Bart's novels of Jewish and Black diasporas, where a litany of shared suffering produces a strong form of equation and emphatic identification, empathetic identification. In the concluding lines of his novel, A Woman Named Solitude, for instance, the narrator recalls the humiliated ruins of the Warsaw Ghetto while describing the site of a failed Caribbean slave revolt. So Schwartz-Bart I put in this category here. But solidarity between victim groups is not an inevitable outcome of multidirectional memory. In the case of the ongoing struggle over Israel-Palestine, to take one prominent case, invocations of the past are often multidirectional, but frequently competitive. Just to give two quick examples from divergent political positions, a photo essay widely distributed by critics of Israel juxtaposes well-known images from the Warsaw Ghetto and other icons of the Holocaust
scenes from the occupation of Palestine, all of which are placed under the title Deutschland über alles and the explanatory subheading The Grandchildren of Holocaust Survivors from World War II are doing to the Palestinians exactly what was done to them by Nazi Germany. In this photo essay, we find checkpoints juxtaposed with extermination camps, and the famous Warsaw Ghetto Boy juxtaposed with a young Palestinian boy arrested by Israeli soldiers. Note the language and imagery of equation, and also the competitive displacement of one victim group status by another. On the other side of the ideological divide, Jewish settlers, during Israel's disengagement from the Gaza Strip in 2005, sent their children out to confront Israeli soldiers in poses imitating the same iconic Warsaw Ghetto Boy. For them, too, Gaza and Warsaw were interchangeable, and the suffering of the Holocaust was appropriated for contemporary political ends. I place both of these last examples under the heading of competitive equation, which I contrast with the competitive differentiation of sacralizing uniqueness discourses, as well as with Schwarzbart's linkage of equation and solidarity, and Du Bois's and de Ross's differentiated solidarity. What are the conditions under which solidarity is possible? The examples of Warsaw Ghetto memory I've mentioned so far are predominantly articulated from the perspective and out of the experience of victims, but that need not be the case. Indeed, the ability to shift between subject positions may ultimately be a prerequisite for differentiated expressions of solidarity. Even in the case of Israel-Palestine, a more complex articulation is possible, as in Alan Schechner's video artwork, The Legacy of Abused Children, in which the same victim figures from the anti-Israel photo essay are redeployed to illustrate solidarity and implication in each other's fates. And here are a few. It's a video loop, kind of zooms in on these pictures, and as you can see, he's sort of taken that juxtaposition and kind of wove those two images into each other. And so Schechner is also, it's a form of solidarity, probably on the equation side, but also pushing toward differentiation. The final example I want to discuss suggests that taking responsibility for the past is an act that goes beyond the organic communities or milieu de mémoire imagined by Pierre Nora and classic memory studies. Solidarity involves a feeling of implication in and accountability for histories not considered one's own. I return once again to the Warsaw Ghetto Uprising Monument, which has been the staging ground for diverse interventions from Du Bois' essay to demonstrations by the trade union Solidarity under communism. One well-known public performance illustrates how a new genre of responses has emerged in relation to the ghetto. On December 7, 1970, West German Chancellor Willy Brandt was in Warsaw to sign a treaty recognizing the German-Polish border on the Oder-Neisse line. This important achievement of Brandt's Ostpolitik has been overshadowed in popular memory by an apparently spontaneous gesture the German Chancellor made just before signing the Treaty of Warsaw. During a visit to the site of the ghetto, Brandt first lay a wreath at the foot of Rappaport's monument, and then, to the surprise of observers, fell to his knees in what was unmistakably a sign of repentance. To our earlier examples, Brandt adds an association between Warsaw and the confrontation with historical responsibility for political violence from the perspective of a perpetrator society. Yet significantly, Brandt himself was not a perpetrator, but rather an exiled resistance figure. The power of his gesture lies in its expression of solidarity and implication beyond individual guilt. Brandt recognizes himself as what I call an implicated subject, that is, as bearing historical responsibility despite not being a perpetrator. The famous image of Brandt on his knees appears in Das Leben, das Universum und der ganze Rest, a large-scale 2011 installation by the Frankfurt artists Anni and Sibel Usturk that was commissioned for the Jewish Museum Berlin's 10th anniversary exhibition Heimatkunde, an exhibition that explored the meanings of Germanness in the two decades after unification and in the multicultural present.
apparently named after the popular 1982 Douglas Adams novel, Life, the Universe, and Everything, the Öztürk's installation assembles a multi-directional archive of public images from the period between 1968 and the fall of the Berlin Wall. Portraits of politicians and pop stars, but photographs of world historical events such as the Vietnam War. On top of this wallpaper background, the artists, who are sisters, have hung a small number of faux naive paintings, some of which include narrative text and that relate the autobiographical story of their family. So here's just an example of this kind of collage of different histories, Vietnam, Cyprus, Mao, etc. And then you get these autobiographical paintings that are laid on top of those. The wall-sized installation moves chronologically from left to right, from 1968 to 1989, as the family story of migration from Turkey to Germany as part of the guest worker program joins a narrative of public culture. Some of these images reference Turkish or Turkish-German history. For example, adjacent images to depict the Turkish invasion of Cyprus in 1974 and families of guest workers arriving at a German train station. I think it's a kind of ironic commentary on the notion of immigrants as invading Germany. But the images on the whole create a strong sense of a global public sphere, or perhaps better, a West European memory of global events and ephemera. In family history with world history and filtering both through pop cultural icons, the Öztürks situate their work at the intersection of what Harald Welzer and his colleagues call the album of communicative memory and the lexicon of historical knowledge. The 1970 image of Willy Brandt appears near the beginning of the installation's visual timeline, where we find it surrounded by such icons as the moon landing, the Kent State Massacre, the Red Army Faction, the Black Women's Movement, and Charles Manson. The Brandt image is installed around eye level, which means that the photographers in the background of the picture are pointing their cameras directly at viewers, a self-reflexive framing that makes us aware of the crucial mediated backdrop of the Chancellor's spontaneous act. Without photography, it's unlikely this could have become an iconic moment. Directly above Brandt's kniefall hangs one of the autobiographical paintings. A middle-aged woman holds a small baby on her knees. I hope you can sort of see that just to the left of the RAF. The juxtaposed images link Warsaw with what must be Istanbul, given that the older sister Ani was born in the Turkish metropolis in 1970. As we move ahead in the timeline, this seemingly arbitrary and disproportionate juxtaposition catalyzes a question about historical responsibility. What does this Turkish infant on her relative's knees in Istanbul have to do with the kneeling German chancellor in Warsaw? Is she also an implicated subject? The fact that this infant will go on to become the artist who creates the collage that raises this issue hints that the question cannot be unimportant. A further image joins the Brandt photo to suggest that the plethora of transnational German histories evoked by Das Leben des Universums can be usefully understood as post-national socialist as well as post-migrant. One of the larger family images consists of an unframed painting of the sister we had seen as an infant in Istanbul, now standing as an adolescent in front of a dour-looking Adolf Hitler. The installation of the painting cuts off the corner of an image of the 1986 Challenger explosion and abuts a photograph of Helmut Kohl and Erich Honecker taken during the East German Premier's 1987 visit to the Federal Republic. What is Hitler doing in this historical constellation and in the family's photo album? The image not only depicts the key responsible figure behind Brandt's apology and the divided state embodied by Kohl and Honecker, it also brings to mind the migration scholar Kim Niha's comment that speaking about post-war migration to the Federal Republic of Germany also means keeping Auschwitz always in the back of the mind. Living against the backdrop of this historical singularity gives the existence of the migrants living here and their will to remain a particular connotation and explosiveness. Ha's point is not that migration history in any way resembles Holocaust history or that migrants somehow resemble the Nazis' Jewish victims,
but that the legacies of the Holocaust and National Socialism constitute a significant part of the social landscape and thus the framing conditions in which migration to Germany has taken place over the last several decades. The Ostturk's self-portrait with Hitler, situated in a visual timeline that maps the conjunction of contemporary world history and German specificity alongside a collective and familial narrative of migration, strongly suggests such a framing. Yet the particular resonance of the artwork also pushes understanding of this framing in an unexpected direction, and indeed reframes our reading of the image. Below the Hitler image hangs another autobiographical painting, this one depicting the same sister standing in front of two British policemen. Here a text clarifies how to read this segment of the work. It describes Ani Öztürk's 1987 trip to London on the occasion of her 17th birthday. During the trip, she visited Madame Tussaud's wax museum. The Hitler image comes from that trip. Now, instead of representing a surreal fantasy of historical haunting, the self-portrait with Hitler seems to be rather a version of that most banal artifact, the tourist snapshot. The ghostliness of the image derives from the multiple mediations that stand between the viewer and the historical figure, a painting of a snapshot of a wax figure. The disturbing nature of the image does not disappear at this point, and many viewers may not even figure out the key to decoding it, but it takes on new resonance. There is, to be sure, a tendency toward relativization or the equation and flattening of historical specificities in this work, as National Socialism takes its place between other political systems and technological catastrophes. However, I would argue, the work comments on this relativization as a feature of the way popular and media culture deals with historical events, and perhaps as a mark of generational distance. Within a globalized cultural memory, Das Leben des Universums suggests, events cannot remain the property of particular collectives defined by ethnic or national belonging. Memory is common property threaded through dispersed networks of association, even if corporations and nations attempt to commodify or copyright the past. At the same time, the Ostturk's artwork does not tell just any story of world history in the late 20th century. They layer a common, if superficial, and media-saturated history with the specificities of a migration story that unfolds between Turkey and Germany, and in an overdetermined spatio-temporal context where responsibility for the past has become a building block of national identity. In this context, Hitler is both a simulacrum available to a globalized class of tourists and a specter that, as Ha would insist, stands behind racially marked immigrants in the Federal Republic. Similarly, Brandt is both the subject of a media event and an example of an ethical embrace of historical responsibility by someone not himself a perpetrator, by an implicated subject, in my terms. The negative example of Hitler and the positive example of Brandt inhabit the migrant family album both because they are common currency in the global cultural economy and because they have been adopted by the family as part of their album, as part of their heritage. The novelty and significance of the Ostturk's work lies here. They challenge us to rethink memory, solidarity, and responsibility from the perspective of implication, beyond ethnic, organic, and narrowly national relations to the past, and outside the binary of victims and perpetrators. So I come to a short conclusion. Now let me quickly try to weave together the various threads of my argument. I've used a selective archive of references to the Warsaw Ghetto and the Warsaw Ghetto Uprising Monument as a means of making an argument about the concept of sites of memory. First, I've tried to show how dominant national understandings of memory undermine attempts to articulate minority narratives by creating a limited canon of memory sites linked to homogeneous notions of identity. Next, I've offered multidirectional memory as an alternative framework that puts the transnational and transcultural exchange of memories in the foreground and breaks with the assumptions that underlie narrow understandings of national memory, including especially the assumption that memories can be owned by groups. Multidirectional memory comes with no guarantees, however. Comparative approaches to memory are inevitable,
but they come with many different political shadings. Using the example of Warsaw memory, I've tried to illustrate a few of the possible versions of multidirectionality evoked in contexts concerning race, colonialism, and occupation. Some of these versions indeed feed competitive conflict, while others model new visions of solidarity. Finally, I've tried to extend the archive of multidirectional memory beyond the references to victims that are frequent in these examples. By way of Willy Brandt's Kniefall in Warsaw, I've tried to open up a new avenue for thinking about sites of memory in the German sphere, one in which the usual victim-perpetrator binary expands to include a variety of implicated subjects. Implicated subjects can be both contemporaries of traumatic histories, like Brandt, and members of future generations who inherit the ruins of the past. The Ozturks installation in the Jewish Museum takes a multi-directional approach to a common past and explores new transgenerational modes of implication and entanglement that Brandt himself never would have imagined. Evoking both Brandt and a simulacrum of Hitler, Das Leben des Universum offers a new perspective on one of the dominant narratives of post-Holocaust Germany. But it also tells a story of migration seldom acknowledged by the dominant German public. It hints at the possibility of a cosmopolitan vision of memory in which minority perspectives rewrite dominant sites of memory and open them to a new universe of meanings. Thank you. I'd like to ask a question myself and bring back the attention a bit to Berlin and current debates. So with view to Berlin, there were and are again recently contentious debates on the renaming of particular streets and neighborhoods that have a colonial background, like the M Street or Lüderitz Street in the African Quarter in Berlin. The discussions circulate between different positions, those who aim to decolonize Berlin and campaign for the renaming, also in order to make African histories visible in Berlin, and those who start initiatives against the renaming for the purpose of preserving identity, like by the right conservative initiative Pro-Afrikanisches Viertel. So from the perspective of multi-directional memory and applying the approach of productiveness of memory, how would you analyze these debates and struggles on renaming? Okay, thank you. That's a fascinating question, and I'm not an expert in this area at all, but I do know a little bit about these projects, which I think are, these renaming projects, which I think are really important and fascinating. The one I'm probably most familiar with is the My IEM Ufer. And you know, to me, that's a kind of a great example of really of a multi-directional memory history at work, insofar as you know, against what I think is often the counter argument to the renaming is that somehow yes, you're erasing history. In fact, you're creating a false history, something like that. I think what you see there is it's possible, in fact, to tell different histories at the same site. And so that you have both the history of the previous naming and the figure behind it, whose name I've forgotten, who was involved in the transatlantic, or the slave trade that we heard about earlier. Kluban, genau. So you have both his story and his name preserved in a certain sense on memorial panels, but you also have a renaming, you have a bringing in of a new kind of history there. The other thing that I think is, I'm also, part of the reason I find that site also very interesting is because of other things happened there as well, right? And so you have, for example, a great play by Hakan Savas Mijan that was performed at the Bauhaus Naunienstrasse called Die Schwäne vom Schlachthof, I believe, which, among other things, tells the story of some of the migrant children who drowned at that very site as well, right? And so there, and that history, I think, is also present now at the Ufer too. You have some panels that tell of the various people who died there. So, it, I mean, to me, this is a great example, precisely of
how a kind of multi-directional framework can be put into practice both at a memorial site, but also in an imaginative way, as in the play by Mijan, where he is telling also different kinds of histories about the border crossings between East and West, and that these can occupy an imaginative space just as they can also occupy sort of a Gedenkstätte space. Yeah. So I don't know if that fully addresses the question. Yeah, many thanks for sharing your thoughts on this debate. And let me now turn to the audience for their questions. We have a microphone for the translation, so please wait for the microphone so that everyone can understand. So, if we have some hands. Yeah, there we have one. Well, I try in English. Do you think that the sufferings of the grandparents are the reasons for the violence of the grandchildren against the inhabitants of Gaza area? Or is it just because, I mean, we will not succeed in pushing violence out of the mankind? Yeah, I see. Yes, I think I understand. I mean, first let me make it clear that I find the quotation that I put up there from the photo essay, I find very problematic. And I think that's it's not up there right now, obviously. The way it kind of erases the distinction between the grandparents and the grandchildren, right? So it says the grandchildren are doing to the Palestinians exactly what was done to them. And that them erases the distinction between the generations, and that is, I think, one of the places where that goes wrong. So no, and even in the video artwork by Alan Schechner that I showed, The Legacy of Abused Children, in some ways the theory behind that is that violence is passed intergenerationally in a kind of direct way and replays itself. And I'm not a psychologist or a social psychologist, and so in some ways it's not my expertise. But I find that kind of linear understanding of how historical violence works or contemporary violence works a little bit too easy, right? I think a lot of other things come into play to complicate that notion. And so it's certainly possible, I mean, I guess what I would have to say though at the same time is it's being a victim does not make you a virtuous person in the future, right? And so, of course, Jews who suffered under the Nazis can also later become perpetrators, right? I mean, we have to admit that that's true, and that goes for any group. There's nothing specific about Jews there, but I don't think that's an inevitable replaying of history. I don't think it proceeds usually in such linear terms, but there's a possibility there, of course. One more question. I'll do this in English, then I'll do it in German. You can just as you want. As I want. I'll start in English. I have a question because one of the things that I kept stumbling over in your very interesting talk is the term the Holocaust. And I'm going to try spontaneously to bring two things together as a kind of a question, suggestion, description of my stumbling. You also speak very much in spatial terms. There's something about using the term the Holocaust that I find problematic. As somebody who's an historian and engaged in histories of violences, and relationships of power. And if we're going to start talking about that particular Holocaust or that particular massive violence, it might be interesting to stop singularizing it with the. Especially if we are engaged in trying to look at historical, and here I'd like to bring in a bit of history, in a very specific way, if we are trying to look at historical relationships of power. Now, this also means looking again, possibly, at the term genocide, and of course many people do,
And that might also mean reconceptualizing or thinking again about time, violence and time. Normally when we think of genocide, we think of one moment of extermination. And that happens a lot also if we're thinking in spatial terms. If we bring space and time together, maybe, and start thinking about terms of occupation in different senses of that term, we may stop thinking about the Holocaust and start thinking about levels of interdependencies that are active across times and spaces. So I know this was a little bit of a lecture, sorry. But I'm Jewish, and I do not use the term the Holocaust. I find it a stumbling block to thinking, especially in the terms which you are very much invested in looking at. Okay, do you want to comment on this? Thank you for a very important comment, a thought-provoking comment. I agree that Holocaust is a very problematic word. I'm not exactly sure on what grounds you consider it problematic, but we could go through a lot of them. There have been a lot of debates about terminology. I guess, at a certain point in working in this field, I sort of said, I'm going to use this without quotation marks, without going into the debates about terminology. It's a generalization and an abstraction. I think that's right. But I guess I feel like we can't communicate without, to a certain degree, committing generalizations and abstractions, and then we can still get to the important points that you're making, which I would completely agree with about different levels, et cetera, about thinking in terms of both space and time, about unfolding, about occupation, about different forms that genocide takes. I mean, I guess for me, ultimately, the comparative possibilities are there precisely when you open up a term like the Holocaust in the way that you were trying to do. But I guess in terms of the discourse that I use, I hope that we can get to those points through this, somewhat tainted language anyway. Here's what I would say. I think we're in fundamental agreement. Hope we're in fundamental agreement about the content here. I guess what I would say is that a search for a kind of perfect language is going to fail. We have to work through that. That the language itself is implicated and impure in certain ways. That we can work through that and still get to what we're trying to say without actually finding quite the perfect mode of expression, which I don't think is there. But maybe we can talk more about this. Okay. Thank you. We have a question here, and this. Thank you very much, Michael, for this inspiring talk. I had a question on the interaction between theory and practice, which you probably will hate me for. Your notion of multidirectional memory is something which goes against competitive memory and the zero-sum game, against competition, something which is there in order to get the productive dynamics. And Serpil asked you already, how will you explain something which is a concrete political decision or political debate or protest? But do you think it works when it comes to creating of collective or cultural memories of certain groups, let's say ethnic groups, cultural groups, which we all know are constructions and do not exist in reality, whatever this reality is. But given the fact that we know that the group identities are not something which has to do with concrete content, but something which has to do with borders to other so-called groups, which goes along with competition, and which is human, I think, and so on and so forth. How does it work in this case? I don't know if I have a totally satisfactory answer to that. That's a hard question, I think. But I think your mention of borders is important. Because maybe what I would say is one of the things we need to do is to rethink borders then, right? That part of what this is about would be
rethinking the borders between groups, the borders between histories, between between memories, and that it, that what we partly what is necessary is a conception that would allow groups to preserve a certain sense of identity, but not an identity that is completely closed off, right? Too completely enclosed on itself, but is in some sense porous, is in some sense open, that is able to be reflexive and acknowledge the debt that it owes to the other or others, various others. And that can be a difficult thing to acknowledge, I think, the way that one's identity is constructed relationally. But it seems to me it's a kind of, ultimately it's an important ethical and I think political move to be able to make, because it's out of that that some forms of solidarity can be created, right? That we can find ways of working together across differences. So I don't know, I have to think a bit more about it, but it seems to me it has to, maybe what would be worthwhile is, you know, thinking more about borders. And I think it goes back to the spatial question, thinking about how we can reimagine space as something that doesn't have to be an exclusive possession, property that is owned, but that can be shared in, right, in perhaps new ways. That's, I think it's unsatisfying, but that's what I can offer at the moment. Perhaps with another kind of border. And I think that a lot of questions we are dealing with are very old questions in comparison to the perhaps competition of women's history against men's history, or the history of the working class in competition with bourgeois history or history of the nobility. Would you share this opinion that there are similarities, or is there perhaps a reason why these questions in our days, perhaps it would have been different in the 70s, are so explosive or are so important? And would you include your multidirectionality also to the other dimensions of inequality? That's also a very interesting question. I see what you mean about the similarity with the way that, say, women's history emerged out of a gendered but unmarked history, or the way that working class history emerged in relationship to a history from above. I don't know that. I guess I'm not familiar enough with the discourse at that time, whether it was framed in the same sort of zero-sum way or along other lines, right? If the arguments, I think, were more about, you know, universality, it seems to me they were maybe more about the universality of certain unmarked experiences versus the particularity of these, you know, emergent, so-called emergent histories that were coming into visibility, was often the metaphor that was used, right? Becoming visible. While the particular kind of context that I was responding to when I started thinking about this was indeed more often free, and so in other words, that moment was about, let's say, minority histories of different kinds, minority in question marks, rising up against a kind of dominant history. Part of what I was responding to in starting to think about multidirectional memory was precisely the clash between different minority perspectives, right? And so you had in the US this kind of, you know, whole discourse about blacks and Jews, right? Always framed in very, or often framed in very antagonistic terms, and that sort of thing. So partly it was a way of thinking the relationship between different occupants of different kinds of margins, right? And they're not occupying the same place on the margin, but different kinds of margins. And it's in some sense a version of what, I don't know if people are familiar with this in Germany, but Françoise Lyonnais and Xume Shi have a great collection called Minor Transnationalisms. So in other words, thinking about transnational connections that go between minority positions that don't always have to pass through the dominant. And so in some ways my interest was thinking about minor forms of transnationalism between different minority groups, between different minority histories and memories.
Now I've become more interested in this notion of implication and thinking also how this works sort of in the realm of the dominant as well. That these kinds of intersections and multidirectionalities are not simply a matter of different minority or marginalized groups, but also, you know, is right at the center of things. But that requires then a different way of thinking, I think, about power, about identity, about responsibility, as I'm calling it here, or justice in other terms. So I think that's an interesting analogy to that other moment of the kind of pluralization of history writing that took place. I feel like there maybe are somewhat different dynamics going on at that moment than the later moment at which I began this project, which I think are probably in some ways still here with us, though I'm sure it's changed a lot in the last 10 years as well. But it might be worth going back and thinking more about that connection. Thanks. Commemoration days, so like Memorial Days and so on. Yeah. So as you know, they're just one form of remembering. So I was wondering, I really like the concept of multidirectional memory. So I was wondering on these particular commemoration days, how would that look like? Because for example, you have in some societies, some of the commemoration days is a day where you commemorate your own victims and so on. So how would it be possible to make it more multidirectional instead of only self-victimization further? That on one hand, and on the other hand, there is a current example in Bosnia where there are a lot of problems because Bosnian Serbs want to commemorate one, or not commemorate, but want to celebrate one national holiday, but other ethnic communities feel insulted by them wanting to celebrate that. So in Bosnia, for example, as a very multi-ethnic country, how is multi-directional memory possible? Taking into consideration that all the memories are still hot memories, so they still haven't become cold memories. So do you think that in order to have this sort of multidirectional discourse of memory in a society, we need to have some sort of, long time, I don't know, what is your, thinking in terms of time, what is your opinion on that? Thank you. If I'm remembering correctly, and I should have gone back and checked this, but I had been thinking about this already. If I remember correctly, the piece by Du Bois that I'm talking about here, that again was sort of the initiating moment for me in thinking about this, some of these issues, was given on the day of the commemoration of the Warsaw Ghetto Uprising. So I think that's interesting in light of your question, because it shows that, you know, we can occupy these days, so to speak, know, commemorative days and do different things with them, right? And that, you know, there's more of a context there, which I talk about in the book, but I couldn't really evoke here. Jewish Life, the magazine that published his piece, was a Jewish communist journal based in New York. And so there's a whole kind of Cold War setting that was too complicated to evoke here, but is very important to the way certain things got articulated. And I think we tend to think of the Cold War as having closed down certain articulations of Holocaust memory for a long time because Germany had to be rehabilitated and now the Soviet Union was the enemy. And from the Western perspective, Soviet Union is now the enemy, et cetera, et cetera. But what's interesting is that in some communist circles, at least, it was precisely there that you got an interesting forms of Holocaust memory. And Du Bois would be one version of that as a kind of fellow traveler of communism, articulating a kind of internationalist perspective in a commemorative day ceremony that was precisely designed to do that, right? To be a kind of internationalist instance, I guess. So I guess it seems to me it's certainly possible, and I think that what I would say is, right, there's nothing inevitable about good forms of multidirectional memory coming into being, but if we are interested in creating memories of doing a kind of memory work, we can take moments and rework them, re-signify them, right? We can occupy, in some sense, some of these days and try to turn them in other directions if that's what we think is important, right? So I think there, you know, I feel like there are memory activist ways along the lines of the street renaming
would be to try to think about, here's the temporal side, I guess, to think about dates and to think about how we can resignify, I guess is a word that keeps coming to mind, resignify certain dates and not just certain places and streets and that kind of thing. In terms of the hot memories question, that's also really, really interesting and important. I don't have an easy answer there. I mean, I guess what I would say is, I think about multidirectional memory as having two levels. One is this sort of structural level, which is, and I think the Bosnia example would probably be a good version of that. And I'm not an expert, but I would imagine that there's no way that memories in the former Yugoslavia are not multi-directional in some way, right? That they will testify to, you know, to long decades and before that, centuries of different kinds of transnational and transcultural interactions, uneven, etc., as they may have been, and that that kind of multi-directionality is there, you know, in the soil, or in any case, in the subjects of the former Yugoslavia. Now, whether that kind of structural multidirectionality can be turned into a kind of ethical vision or kind of solidarity, that's another question. And I think that's where your question about the hot memories, you know, becomes particularly important. And then I guess again, I just think it's sort of hard work on the ground that has to be done to create solidarity, as in any kind of political movement. Solidarities are not automatic, they're not easy to forge, right? They come out of actual work and interaction. I guess for me, what I would hope to contribute is to say, there are going to be these multi-directional instances, there are going to be these crossings of identity and experience and history and memory. They can be subjects of great controversy and violence, but they can also be resources, right, that those who are interested in creating other kinds of solidarity can use and can draw on. And so I guess that's, you know, that's what I would say. Even in a situation of hot memory, of ongoing conflict, if there is going to be solidarity or new forms of solidarity, it's going to have to come out of working through those entanglements. And those different, and that's where, again, I think implication becomes important, because I think in working through the entanglements, we have to be aware of the different kinds of positions that we might occupy, right? The different kinds of subject positions that we might occupy, that in one set of stories, we might be situated as victims, but in another, we might be something else. We might be complicit. We might be on the side of the perpetrators. And so I think being alive to that kind of ambivalence or multiple positioning of the subject, to sound a little too jargony, I think is also necessary for working politically on the ground. But it's something that has to be built and forged. It's not automatic. It's not easy. Hello. Thank you for this day. Thank you also that it's for free. It's really important, I think. You're welcome. And I missed out on the first two speeches, so I don't know if you have mentioned it. And I try to get my mind focused, and hopefully you will understand what I want to say, is that it's both to you, my question, about how active do you approach also, let's say, the right wing, or the Berliner Zeitung, who just published this article about the M Street, saying that we need the history to be shown, that, now I'm losing myself, because I think I'm into this intersectional kind of approach, and you just pointed out we have to figure out how we can get others to be also in solidarity, even if it's just temporarily, and if it's right to talk to those people, because when I think about Kirsten Heisig, I don't know if you heard about her, and I live in Neukölln, and she, you know, we also try to help the Arab boy who's trying to find a space, and we don't want them to get into prison, and so also I see it, I'd like to find a way how we can approach the other side, which we talk about, and if we should be active in inviting them and trying to solve this somehow. Thank you. Hello, I also thank you very much for the talk and thank the organizers for the day. I had two quick points
My first point was regarding the first question. I also shared the feeling of unease around the word or the phrase the Holocaust, and I understood the answer as yes, language is very difficult to capture these complexities. And I also share that too. I find language fascinating and I enjoy working with language, and for that reason I think language is also a site of memory. And even though it's so tricky to find a common language, it's something that I really enjoy pursuing. And for example, I've started to use Shoah and I've started to use Marfa as words to try and capture this complexity, and not using them as the best way to go, but as an attempt to keep searching and keep moving. I just wanted to find out if that would be an option. And then my second point was, I wanted to find out a little bit more about your thoughts on memory as something that we do deliberately, and whether that has a comparison to amnesia and trauma, which may be conceived of things that we have somehow lurking in the background that we try to repress, maybe. And what the role of amnesia is, or collective amnesia is, in creating memory. I wanted to know, if I can summarize it in one point, if there is such a thing as multi-directional amnesia. You're not the first to raise that. Go ahead. Okay, I'm all there. I have a very short question, a follow-up question on a number of former questions, which concern the question when it comes to establishing multidirectional memory sort of on a national level or a level above sort of the individual group memories, and also when it comes to approaching the other side. Would it help or would it make any sense to call it to call multidirectional memory democratic memory? Does that have to do anything with democracy? Okay, thank you. Okay. I don't know that I'm really in a position to talk about some of the local specificities. I know a bit about some of these discussions, but I didn't know the person that you named in Neukölln. I'm not quite sure exactly what's going on in Neukölln these days. So I'm not sure how much I can help there. I mean, I guess I would say, I think there's a limit to who we should talk to. I mean, I guess I'm not up here saying we should talk to everybody. I know. Whether it's a Holocaust denier or a neo-Nazi or whatever. I'm not, you know, I think that politics is always going to have a moment of differentiation as well. And you know, it's kind of antagonism or agonism or something like that. So I would have to know more about the particulars to really, you know if I would want to present a more nuanced perspective there. I mean, there are certain people that one can argue with and maybe one should argue with, and then there are certainly people with whom one should not attempt to argue with or appear with on a panel or something like that. So I guess you have to know the local context better than I would, but I certainly don't see any principle. I wouldn't hold to a principle that says we must always reach out to everybody, I guess. That's it. Maybe later we have a lunch break and then you can I'd be happy to hear more about it. I just don't know enough to know. Michael here a bit more. To go back to the terminology question, I mean, I think usually what I try to do is actually to use different formulations. And so I tend to alternate between the Holocaust, I'll admit, Nazi genocide, sometimes the Nazi genocide, European Jew, sometimes Shoah, I use that at least once here. Maybe in this talk I was kind of putting together a lot of different things, obviously, and so maybe it created more of a mono perspectival use of the term than I would usually try to do. So I don't think Shoah is unproblematic either. So I don't uniquely use, to me, I guess there isn't a unique term that is, sufficient or good, in any case perfect. And so this is what I do. I usually tend to kind of alternate. I was speaking when I was talking about the Holocaust, I was talking about the Nazi genocide of European Jews, right? And I think that there are other Nazi genocides, so I do sometimes speak of Nazi genocide without the to indicate that there were different targeted groups and different forms.
forms of violence. But I guess I still also hold to that these different histories have a specificity that is worth preserving as well, and maybe the does some of that work of preserving specificity in this comparative relational context. Multidirectional amnesia, yeah, but this really was a question that was asked to me before, and I've just spent spent the whole spring thinking about this question of forgetting as well. I organized a conference on forgetting, and I still don't have a very good answer for you, I'm afraid. Yes, I think that, but I think it's probably true that sometimes a multiplicity of different histories and historical memories can come together, and while illuminating certain things can precisely, in their interaction, cover over or leave out, you know, yet other histories. And so maybe in the American context, I think that sometimes happens, again, maybe around this sort of Black-Jewish discussion, where then all of a sudden you say, okay, where's the indigenous perspective, right? Where's the indigenous history in that discussion? And that kind of reframes things quite a bit. So I think we have to be, you know, I think we have to be vigilant about those kinds of exclusions at the same time that I think they're sort of constitutive of our language and the way we talk. So again, sort of working through the language, as you say, trying to be aware of what you're doing, which is not, the other part of your question had to do with deliberate versus, you know, sort of non-deliberate forms of memory, of recall. And I think there's, you know, I think memory works both ways, right? There's both a kind of, I've been trying to think of the terms from Proust, because Proust is one of the people who, you know, who, they're not coming to me, I've multidirectionally forgotten them. But this distinction between a kind of automatic recall, which you're not in control of, and then the following process of recollection, right, that builds from there and is much more deliberate. So I think memory does have those different sides. I don't think, you know, I'll leave it here because I don't feel like I have anything so, unfortunately, so significant to say, but I think we have to think memory and forgetting together, or memory and amnesia together, but not as purely symmetrical. Right? I don't think that they work exactly in the same way. So you can't deliberate, I don't think you can deliberately forget, right? Forgetting works in some other way. While you can deliberately remember as well as have these kinds of flashbacks and that sort of thing. So one starting point would at least be to talk about the sort of asymmetry of memory and forgetting, but also the way that they necessarily work together. Not satisfying, but that's I think all I have for the moment. And then this question about democracy, yeah, I mean, I guess I had another slide that I actually took out where I try to then map these four different quadrants onto different kinds of political visions. And for me, and this is again, I mean, it's obvious where I stand, I guess, and obviously everyone doesn't have to join me in that square, but for me, that combination of solidarity and differentiation that I see in Du Bois, for example, is a radically democratic version, vision, right? So that's, you have a kind of radical democracy that is possible in those kinds of articulations. While in that top left-hand quadrant, I think that's much that kind of equation and solidarity. There you have a version of kind of liberal democracy, I think, right? Where we ostensibly all can sort of happily and on equal terms, you know, share, et cetera, a certain kind of liberal multicultural vision, which is also democratic, but is a different kind of democratic than the radical democracy I see articulated by someone like Du Bois. And so I guess I would say, yes, there is some kind of affinity between multidirectional and democracy, but there are different kinds of democracies, just as there are different kinds of multidirectionalities. And there can also be, you know, there can also be sort of radically undemocratic visions articulated multidirectionally too. And that's precisely why I've started to try to map out some of these distinctions, because I don't want it to sound like I'm saying multidirectionality is always good, it's always democratic. It can be manipulated and used in other directions as well. And I do think that even these most, you know, kind of hardcore uniqueness types of discourses, which certainly are familiar around the Holocaust, but not only the Holocaust, I tried to show that a little bit here too. I don't see that as I think that's still multidirectional, because I think even the assertion of uniqueness is an acknowledgement that there are these other histories there that you are trying to separate yourself out from. But I don't find that to be a particularly democratic vision. So. Okay, thank you. Unfortunately, we have to come to an end now.
for this part. Thank you very much, Michael, for enriching our conference with your perspectives, and you will stay a bit more so we will have time in the breaks. Also, thanks a lot to the audience for a fruitful discussion. See you again at 2:30.